Herzlich willkommen, Boys and Girls. Willkommen zurück zu dem einem wunderbaren Samstag? Sonntagsstream. Sonntagsstream. Es ist 15.14 Uhr. Wir sind fast eine Viertelstunde zu spät. Es war heute ein kleiner Kampf. Es ist einzuhalten. Ich wollte euch noch was essen, aber meine Mahlzeit wird anscheinend diese Schale gefüllt mit wunderbar schmackhaften, schmakulösen, leckeren Pfefferchips, ja. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Ich denke mal, das sollte man nicht hören. Eigentlich. Oh, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir heute mit Exodus die beiden, also zumindest wenn wir die erste Story dann anfangen, und zwar The Two Colonies, keine Ahnung, auf jeden Fall, den ich weiß nicht, was gesprochen wird, die werden wir anfangen und dann, ich weiß nicht, wie lange es geht, ne? Mal gucken. Und möglichst zeitnah dann versuchen wir das durchzuspielen, auch noch Sam's Story, und dann würde ich sagen, schreien wir das ohne weitere Umschweife, ne? Ich werde jetzt noch Katzen oder sowas bekommen. Anna. Oh ja. Meine Tochter. Falscher Knopf. In dem Jahr, das wir unterwegs verbracht haben, konnte ich nachdenken. Respekt. Verantwortung. Pflichten. Das alles bedeutet nichts verglichen mit dem, was wichtig ist. Meine Familie. Du. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Falls nötig, werde ich diesen schneebedeckten Friedhof mit einem Sieb absuchen, um das Heilmittel zu finden. Was Artyom betrifft, er fühlt sich schuldig. Er will es wieder gut machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ihn das nicht das Leben kostet. Der wichtige Teil ist, dass ich wieder in der Metro bin und mich hier kein Mutant aufhalten kann. Mit der Strahlung an der Oberfläche ist das allerdings anders. Ehrlich gesagt dachte ich, dass der Weg hinein für mich ein Himmelfahrtskommando sei. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz, mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt haben wir beide, dank des grünen Zeugs, das Kyrill uns gegeben hat, eine Chance, das Ziel zu erreichen und zu überleben. Also, Gefreiter, Artyom ist gegangen und ich sollte jetzt besser auch aufbrechen. Aber was ist mit mir, Herr Oberst? Du bleibst hier. Ich teile dich hiermit zum Funkdienst ein. Jemand muss die Operation koordinieren. Kommst du mit der Verantwortung klar? Ja, Herr Oberst, das kann ich. Gut. Übrigens, Gefreiter, wie habt ihr hier vor den Unruhen gelebt, als es noch genug grünes Zeug gab, um herumzulaufen? Es war ganz gut. Aber mein Vater war immer im Einsatz oder auf Patrouille. Also, hast du ihn kaum gesehen? Oh, nein. Papa gab sein Bestes, früh heimzukommen. Insbesondere in den Ferien. Wir waren sogar letzten Silvester zusammen. So, ich denke mal, ich werde nochmal versuchen, ein bisschen das Spiel lauter zu stellen. Ich denke, es wird ein bisschen leid sein. Ein Jahr zuvor. Auch interessant. Das brennt hier vor allem. Herr Oberst, der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kletnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich in die Hand. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Okay, es reicht von Lautstärke ja, eigentlich. Bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Das ist genau mein Ding. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein, zweimal pumpen, falls nötig. Immer muss man alles selber machen. Ey, drück Tails. Also gut, ich bin dann mal weg. Mach dir dem Schleim auch die Hölle heiß. Wird yeah. Erledigt, Herr Oberst. Das machen wir. Halt! Genau mein Ding. Blaja Budova. Oha. Danke. Ich weiß zwar nicht welchem Schleim, aber okay. Okay, er läuft nach Mitte. Ich will noch ein bisschen da umgucken, aber. Okay. Irgendwas gefährliches scheint man jetzt anscheinend zu verbrennen. Das waren Pfefferchips, die runtergefallen sind. Richard. Und wir haben keine Lampe. Drücke, um dir den Weg zu leuchten. Wieder. Okay. Also ich verbrenne hier, ne?
Bis. Ah. Weg mit euch! Oh, da ist ein Durchgang. Nicht mit. War irgendwas? Oh. Oh! Sehr schön. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange die Story geht, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Stunden ist, wirklich jetzt sich jetzt zieht. Was? Oha. Ich habe gerade einen ausgewachsenen Wurm gesehen. Passt also auf. Es war ein Wurm. Ist das so gefährlich? Erle, hier spricht Rot 1. Verstanden. Rot 2, verstanden. Mal aufpumpen wieder hier die Kiste. Rot 3, verstanden, Herr Obert. Gut. So. Haben wir schon nochmal Überdruck drin? Weiß nicht, wie es aussieht mit Muni. Oh, da haben wir wirklich begrenzt bloß. Start nochmal bitte. Ich das davon nicht verbrennen, also. 70 passen da bloß rein. Okay. Das Zeug verbrennt hier wirklich. Okay, sehr gut. Wir gehen mal schnell durch. Irgendwas strahlt hier auch. Oh Mann, ey. Sollen wir das verbrennen jetzt wirklich oder nicht, ist die Frage. Warte, ich kipp mal die... Ach, das ist die Geräusche? Ich kipp mal die Muni auch sparen, ne, dafür. Weil ich sicher brennen muss und ich könnte einfach das so nutzen. Schau mal bitte kurz rüber, danke. Da ist ein bisschen viel Asche drin, ne? Oh, Medi. Oh. Okay, ich glaube, wir finden genug. Ui. Okay. Aber muss ein kleiner Stöße rein, das sollte reichen. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht asen mit der Flammenwerfer. Ich brauche, wenn er cool ist, noch ein bisschen Loot wieder. Müssen natürlich ein bisschen sparsam auch sein. Klick mal die Tür auf. Mach uff. Oh, was? Das ist der Riesenwurm, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte. Oh shit! Was bist du für... Okay, ich esse lieber schnell Pfefferchips, sonst wird das ja nichts, glaube ich. Ich hätte lieber noch einen zweiten. Und dann tryen wir das nochmal. Ich hatte halt die Hand gewechselt, weil ich in der Rechten besser, also schneller E drücken kann. Und anscheinend war das schon zu wenig der Gedrücke. Noch vorbereitet. Komm, zeig, was du kannst, Würmchen. Reicht es schon wieder nicht? Ich hab doch eh gesmashed! Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Oha, der hat gut gewürzt, der Chip gewesen. Oha. Alter, der Pfeffer, der zieht jetzt aber richtig durch hier. Alter. Scheiße, aber jetzt nochmal. Es wird womöglich sein, dass ich jetzt hier schnell genug E drücke, ey. Hä, ist das jetzt gereicht? Ich verstehe das nicht. Der war nicht mehr voll, der Kreis. Beruhig dich, Würmchen. Hä? Ich hab ihn das in den Kopf gesteckt. Und dabei ist mal ein Schluck Wasser. Schon wieder alle Kiste hier? Was machen die denn hier? Lass mich raten, ich möchte wahrscheinlich nicht ins Wasser. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen, glaube ich. Dann poppen wir auf die Kiste hier. So, weiter geht's. Licht an. Heute gibt's Barbecue zum Abendbrot. Ich dachte, das ist irgendwas, was mir was bringt oder so, was ich einsagen kann, wie diese grünen Shit-Teile. P
Pilze oder was es waren. Aber nö. Oh oh. Bisschen Material noch holen und dann geht's weiter hier. Bisschen alles abbrennen. Ist alles weg hier? Sieht gut aus. Okay. Mal eine Kiste. Auch nicht, dass da Sprit drin, ne? Ah, sehr schön. Licht geht auch. Na, das ist doch schon ein guter Anfang. Guck mal wieder ein bisschen auf hier. Los, komm. Mal ein bisschen Druck hier rein. Und kann wenigstens dabei laufen, das macht es schon mal ein bisschen angenehmer. Dann machen wir die Hebel noch an. Und dann soll alles funktionieren. Was auch immer jetzt passiert. Achso, er pumpt Wasser ab. Ah. Warum strahlt es jetzt einmal so viel? Ich habe keine Ahnung, das ist aber nicht gut. So viel Strahlung. Reicht er durch? Glaub nicht, oder? Nee. Ich denke, dass wir Loot versteckt haben oder so hätte er sein können. Aber nö. Wow! Du schon wieder! Schnell ein Quick-Wheelie-Pack. Hey, du bist erschreckt! Weg mit euch! Ekligen Viecher! Oh! Meine Güte! Kommt der da runter? Ich will es auch eigentlich gar nicht so genau wissen. Es lebt doch alles hier! Ey! Ach! Bisschen spät wieder hier! Ist gut. So. Hier ist auch was drin, oder? Ja, guck. Man muss sich auch gelohnt haben. Oh ja, doch. Kannst du gleich noch ein bisschen wieder aufpumpen, die Kiste hier. Und dann mal kurz die Maske ein bisschen sauber. Die ist schon ganz schön dreckig geworden wieder. So, ist der Bock jetzt voll? Ja, sehr schön. Maske sauber. Und weiter geht's hier. Weg mit euch! Doch. Ah, oh, das Wasser ist an. Ach so, okay, macht Sinn. Dies macht natürlich Sinn. Dass es deswegen auch nicht ausging. So, ich nutze mal hier das Rad. Würde wahrscheinlich einen Sinn machen. Dass das Wasser jetzt ausgeht. Glücklicherweise. Weg mit dir! Ein Quick-Medipack. Oh, noch ein bisschen Sprit. Das ist gut. Okay, es explodiert aber nicht so wie ein Half-Life-Lux, wo die Zelle sich so aufgebläht haben. Das war ein bisschen nervig immer. Was ist das immer? Das sieht so komisch aus, dieser Wurm, der da durchkommt. Da! Genau dich meine ich, mein Freund. Nur ein bisschen nachladen wieder, die Kiste geht so schnell alle. Oh shit. Na, du bist bisschen viel geschnubbert von dem Zeug hier. Was bist du denn? Ach, jetzt zeigst du dich nicht, oder was? Jetzt kusch da. Keine Ahnung. Ach ja. Oh. Bisschen Loot. Noch mehr Loot. Aber es hat. Brauche ich die ganze Shit überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich sag mal. Bis jetzt brauche ich eigentlich bloß Muni für den Flammenwerfer. Oh. Okay. Interessant, lass es bei dir nochmal aufpumpen. Schnell. Mach voll, bitte. So. Du willst keine Money? Kann
mir die anzeigen lassen? Mit Tab? Achso, Tab, okay. Gut. Das Teil will sich nicht mehr zeigen. Da sehe ich schon mal ein Kanister. Pick Medipack. Oh, wir sind voll mit Medipacks, ne? Ja, deswegen hat das zerlegt. Nicht schlecht. Ist aber so, ich konnte auch keinen Schwierigkeitsgrad dafür auswählen, ne? Oh! Weg damit! Dich töte ich doch vorher schon. Ich habe einfach alles schon vorher. Na, weiter komme ich leider nicht, okay. Lass uns aber den Bock hier nochmal aufladen schnell. Mal Tür aufkicken, den Vieh fighten und sich nochmal nachladen. Nachladen bitte. So. Was los? Rainer. Wo bist du? Der Dika ist ja alle weg da. Ja, Platz, alle weg da, ihr Ekligen. Aber was es sind. Raupen, Würmer. Und was haben sie ja gesagt in die Richtung. Oh, verbrennt einfach, bitte. Oh, gut. So dicke Wurm ist von innen, ist weiß ich auch nicht. Achso, da oben seid ihr, ja. Komm, lasst mich in Ruhe da. Haut ab! Weg mit euch! Schick. Was war denn noch rot? Oh, da ist ja der dicke Obermackerwurm. Hab ich gar nicht gesehen gehabt vor lauter Flammen. Ne, der verliert so schnell den Druck immer. Nervig. Nein! Wieder pusten! Puste weg! Danke. Ey, das würde ich. Ich weiß nicht, was ist. Sieht so komisch aus, das Zeug. Warum verbrennt es nicht einfach? So. Das ist noch so ein Vieh. Und danke schon wieder alle. Das wird wirklich bloß das Nötigste verbrennen, würde ich sagen. Dass ich hier durchkomme und dann ist schick. Oh, meine Güte. Ih. Sally, ist voll frei. Ich habe hier ein geplatztes Rohr. Komme nicht durch. Wir brauchen Sprengladung. Sprengladung? Sie brauchen keine Sprengladungen. Suchen Sie das Ventil und drehen Sie das Wasser ab. Verstanden, Erle. Ich hätte das wegsprengen wollen, die Leute, ey. Erle, Rot 3 hier. Ich habe das Ventil gefunden und fahre wie geplant fort. Schön. Gut gemacht. Ich muss den Sprit für die Kiste hier. Die Strahlung ist ganz schön krass schon hier. Oh. Hat der ein Upgrade? Die Frage ist, wie nutze ich den Rucksack nochmal? Wie war das denn? I, ich habe I probiert, ich habe B probiert, ich habe alles probiert eigentlich. Steuerung. Tastatur. Bewegen ist es nicht. Inventar. Rucksack. I halten. Ich tried. Passiert nichts. Ich habe doch Upgrade bekommen. Sonst hat man immer die Möglichkeit zu sagen, entweder Waffe tauschen oder Upgrade abbauen. Jetzt hatte ich bloß die Möglichkeit, Waffe Upgrade abbauen. Wait a minute, ich muss kurz mal nachladen. Bevor ich hier reingehe. Wird langsam knapp hier. Baut sich der Druck schnell ab, brauche ich gar nicht überladen. Lohnt sich einfach gar nicht.
Verbrenn einfach alles. Oh. Oh, sehr gut. Na, die habe ich jetzt dringend gebraucht. Oh, das ist dicke Feder unten. Lass mal lieber schnell nach erstmal. Der spuckt mir so aus mit so kleinen Raupenwürmer. Rauben sitzt sich. Da ist er! Ich bin noch ausgewichen! Was soll das denn? Shit, ey. Komm her. Schmeckt dir nicht, ne? Mein Freund. Hätte ich mir denken können. Kann ich oben nicht einfach lang? Ach, das ist sogar brandnig oder was? Naja, ist klar. Also es verkohlt einfach bloß, aber es geht nicht weg. Auch nicht schlecht. Oh, mein Druck ist schwer so gering. Ulan brauche ich nicht, das lohnt sich halt wie gesagt nicht. Das ist eher so. Ja, es ist einfach da. Als habe ich trotzdem Ulan. Liegt hier irgendwas drauf? Nö. Ah, da ist was. Das Vieh kommt immer aus irgendwelchen Rohren raus. Die Strahlung ist ganz schön krass hier. Kommt man nicht hoch, schade. Da ist es! Sehr schön. Und es ist weg. Hier finde ich Loot. Oh ja. Lass jetzt mal das hier aufmachen. Oder ausmachen. Was sollen wir jetzt machen? Wahrscheinlich Wasser aus oder abpumpen oder sowas. Na, werden wir mal sehen. Okay, wir haben das Wasser ausgemacht. Safe und Leiter sein. Von dem Bild und so. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Oh, und du hast Sprit mit. Oh, bist ein guter Freund und Helfer. Ich denke, dass unserem Oberst die Strahlung nichts ausmacht. Manchmal ist schon sehr hoch. Ich muss den Feuer erstmal machen. So, jetzt. Oh, was? Ja, ist der dicke Wurm ist ja auch drin. Ey, kannst du nicht immer nicht mehr auf den Sack gehen hier? Oh, hier ist ein Upgrade. Bench. Hey, brauche ich Strom für, okay, um mal herzukommen. Oh! Ja, hast du mich denn hier getroffen? Oh, wahrscheinlich Sprit. Sprit ist in der Mitte im Raum wahrscheinlich. Was? Hm. Okay. Warum nicht? So, Flamme für Brandstoff. Kostet 10 Chemikalien, obwohl es in der Metro weder die Möglichkeit noch das Material gibt, echtes Napalm herzustellen, funktioniert Luftdruck betätigte Flammenwerfer mit diesem völlig unscheinbaren reichlich vorhandenen Brennstoff immer noch gut genug. Okay, ein Upgrade. Also das sauer machen würde ich sagen, ne? Oh ja. So, Standard-Druckluftsystem. Und was haben wir jetzt bekommen hier? Luftdichtes Druckluftsystem. Das luftdichte Druckluftsystem ist dem Standardsystem sehr ähnlich, verliert aber keine Luft, wenn der Druck mal überhöht ist. Das ist sehr gut. Kleiner Behälter. Schade. Aber es ist schon besser als nichts. Bisschen Muni noch gemacht. Genau. BDPX haben wir genug. Tab schließen, genau. Hm. Ne? Ich schütte das für Flammenwerfer. Oh. Okay. Ein Tank-Upgrade, oder? Hm. Wir haben jetzt einen kleinen Behälter. Hm. Kleiner und leichter Behälter von einem tragbaren Ofen, der eine kleine Menge Brennstoff
Fast. Standardbehälter. Der ist aber auch übelst dreckig auf jeden Fall. Standardbehälter. Drei miteinander verbundene Kunststoffbehälter von Feuerlöschern. Feuerlöcher mit Kunststoffbehältern? Okay. Hey, wer weiß, was die in der Metro hier alles komische Sachen machen. Die genau die richtige Menge Brennstoff für einen tragbaren Flammenwerfer fassen. Na, wenn sie genau die richtige Menge haben, dann sollen wir die auf jeden Fall aufmachen. Natürlich die direkten Upgrades, ne? Komm mal aus, aber die Kiste, so. Ach, Mensch. Nachladen, oder? Nö, ist automatisch nachgeladen. Das ist schon mal nicht schlecht. Generator, sowas läuft da hinten. Die Sache ist, ich werde erstmal hier durch, denke ich mal. Ich denke mal, hier ist eher so ein Lootweg. Ne? Ja, genau. Jetzt muss ein Raum ein bisschen mit looten. Da hinten geht es weiter mit dem Strom, mit der Tür, mit der aufmacht. Hier ist ein Batterieraum, ist hier okay. Mhm. Bisschen Schrott und Chemie. Ja, ja, Chemie. Was zum Lesen? Naja, alles hier, was man braucht, ja. Und noch eine Kassette. Okay. Das ist nicht so gut. Ah ja. Aber sie wissen schon mal, dass die Laufstücke sehr instabil sein können manchmal, auch wenn sie nicht danach aussehen. Oh, hier ist noch eine Kiste zum Öffnen. Hm. Ist da nicht besonders, sondern nicht viel Loot drin, aber es, die Kleinigkeiten machen es halt auch. Hä? Was ist jetzt ausgemacht? Verstehe ich nicht. Ich hab eh gedrückt gehalten, der macht bloß das Feuer aus. Und fuck mich nicht. Oh. Da oben! Eck mit dir! Du spuckst mich ja nicht voll. Ich glaube, ich sollte wirklich bloß hier sowas attacken. Na, ein bisschen Luther mitnehmen. Ih! Ja, ich sollte nicht direkt drinnen stehen bleiben. Oh, wo geht's? Ach, ich muss hier unten drüber reinkriechen, oder? Ja. Dann bitte durch, Herr Oberst! Mach ihn! Oh ne. Ja, ist gut gegangen, oder? Ja. Wer erst die Waffe reingeschmissen hätte, hätte natürlich auch, oh! Leicht laufen können. Könnte ich ihn gleich verbrennen, dann hittet er mich nicht. Gut zu wissen. 42 Schuss, ich lad mal gleich nach. Nachladen, bitte! Interessantes Verschlusssystem. So. Oh Gott, ist hier viel von dem Shit. Weg mit euch, Viecher da hinten. Hätte aber eine gute Reichweite auch, wenn er überladen ist. Oh Gott, ist hier alles an zu brennen. Man braucht gar nicht viel Feuer. Ihr seht, ja. Und ist alles weg. Geh doch weg da oben. Der platzt aber gut weg. Ist einfach alles weg hier? Dann ist der Oberwurm.
Ich glaube, es lohnt sich ja gar nicht, auf die zu schießen, ich meine. Er kriegt einfach alles. Hä? Ah! Alles verbrannt einfach jetzt hier. Mit dem bisschen. Moin, auch nicht schlecht. Ist hier einer, Mensch? Okay. Können wir gleich sehen. Was? Ach, da ist er. Ja, so ziemlich. Und bei ja. Mein Flammenwerfer hält den Druck nicht. Und ich kann das Leck zum Verrecken nicht finden. Das ist natürlich doof. Haben Sie Ersatzbrennstoff? Ich hatte nicht erwartet, dass die Scheiße hier so dicht wächst. Natürlich habe ich welche. Mm. Hier, nehmen Sie. Gut. Mm. Danke. Oh! Wie ich hörte, ist es gut für die Karriere, den befehlshabenden Offizieren zu helfen. Außerdem ja. Ist diese Scheiße wie wild gewachsen. Ah, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich. In Ordnung, dann gehe ich mal zu den anderen. Viel Erfolg. Mach das. Oh, da hast du einen fetten Tank da hinten drauf. Ihnen auch. Wenn ich so mit dem Plan verspielen würde, hätte ich jetzt schon keine Munition mehr. Die Fackel angezündet, oder? Und wie das hinten auch anfängt zu brennen. Würde ich nicht beschweren. Oh, das ist der Obermackerwurm wieder hier. Erstmal nachladen hier. Noch 10 Schuss. Das geht natürlich so überhaupt nicht. Mann, ich muss ein bisschen Muni noch haben. Da wurden wir. Oh! Dich will ich weg haben, bitte. Wie Feuerwerk. Hm. So. Will mal alles wegbrennen hier. Vielleicht finde ich einen Zustrich mit reinstellen in die ganze. Weg mit dir! Kannst du nicht immer hier rauskommen? Reicht mir hier mit dir! Warum ist der nicht tot da oben? Jetzt, dankeschön. Jetzt fängt doch alles an zu brennen. Man muss bloß den anzünden, dann reicht das schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bisschen Loot bitte. Brennstoff würde ich auch gerne nehmen. Ich denke, das bekomme ich von euch nicht, weil ich habe gerade eine ganze Menge. Oh! Es ist ein Tank-Upgrade und noch irgendwie Druckluft-Upgrade, ne? Wenn ich mich nicht irre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weg mit dir, mein Freund. Sehr schön. Der Platz ist mal. I! Zünd doch an! Meine Güte! So, jetzt bringt einfach alles weg da. Ja. Besser kann es gar nicht laufen. So. Krieg ich den hinten? Ja, easy. Ah, oh, das ist Brennstoff! Fast übersehen habe ich den hier. Was ist denn los? Der Oberst, ah, es sind 180? LOL, Alter. Ich möchte hier gerne rein. Er legt einen Ton mal. Da ist eine Upgrade-Bench hier. Oh! Weg mit dir! Kleiner Regenwurm hier. Reicht dir mit dir? Ich lade erstmal noch nach. Ich bereite mich vor, wenn ich durch die Tür hier reinkicke, dann sollte ich mich ein bisschen ausrüsten, denke ich mal dafür. Ein bisschen Druck bitte. Anzahl die Upgrades, die ich hierfür nehme, denke ich mal, wird es nicht so lange dauern. Da ich auch keinen Rucksack habe und so. Da ist er schon wieder! Hey! Nein! Du. Weg mit dir. Hat mich zweimal gehittet hier? Das kann doch nicht sein. 160. Nicht schlecht. Mach ich weiter, habe ich leider nicht mit meinem Flammenwerfer, um den so weit weg zu treffen. Das wird reichen, um alles in Brand zu setzen, oder? Ja. Das ist richtig cool. Da spart man sich halt wirklich richtig viel Money. Alter, als ob! Alter!
Als. Ui. Sehr schön. Das ist halt einfach so gedacht, denke ich mal, auch, dass man direkt auf die Teile schießt. Ist ja nicht aus Versehen so entstanden. So. Okay, der ist weg erstmal. Okay, erstmal nicht. Ja, und bin ich stuck? Ich komme nicht mehr hoch. Hä? Was ist es denn hier? Die Treppe komisch gesetzt. Nicht so schlimm. Okay, komme ich leider nicht durch. Muss wirklich hier unten durchs Wasser die Wand wegbrennen. Also die Strahlung, die ist wirklich von dem Geräusch her einfach riesig. Weg mit dir da hinten. Genau, jetzt. Oh, guck mal, wie alles anfängt. Oh! Weg! Warum stimmt er nicht? Der gibt mir die ganze Zeit für Nerven. Oben, der ist auch weg. Ja. Der Fall geht nach oben. Ja, ich werde schon nach oben gehen, keine Sorge. Nachladen schnell. Ich muss nicht weiter, wo ich wieder einen Wurm trigger und dann um Nachladen wird. Das ist dann doof. Das sind doch alles Würmer da unten, oder? Shit. Wo war denn einer? Was? Ach da! Du Ekliger! Weg mit euch, komm, Visier hier! Ih. Du schießt auf mich hier. Kloppe takt. Und da oben ist noch einer. Tschüss, weg mit dir. Durch das Wasser werde ich erstmal nicht kommen, weil einfach halt Wasser und so, ne? Das brennt nicht, weil das sozusagen noch nass ist. Okay, das macht zwar. Ja, okay, es ist relativ dicht schon Wasserfall. Das macht schon ein bisschen Sinn. Also muss ich erstmal hier hoch moven. Denn es ist wieder hinten einfach. Danke. Und? Mysterisch alles wegbrennen hier. What? Das ist alles nass? Never. Oh shit. Der. Meine Fresse. Das. Hab ich direkt da raus. So, jetzt. Ist das Wasser weg oder was passiert jetzt hier? Oh ja. Das ist schon mal gut. Die Flamme mal an wieder, danke. So, jetzt sind wir das hier oben. Oh, meine Güte. Alles an. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin wieder eine Tasche runtergefallen. Munition soll ich unbedingt mal nachladen. Wenn es hier aus dem Wurm kommt, dann wäre das sehr schlecht für meine Gesundheit. Ich sollte ein Medipack nehmen. Wenn es schon rot wird, dann. Ja, ja. Ist der denn auf mich? Mehr Druck. Mehr Druck! Brauche mehr Druck! Wenn jetzt so dicht verstehen. Die Viecher beunruhigen mich auch ein bisschen hier. Meine Güte. Nichts raus? Schau nicht. Schau nicht wirklich. Wo ist jetzt der Upgrade-Tisch hin? Der war doch irgendwo gewesen. Mann, der kann. Ich hoffe, ich bin nicht da vorbei. Ich meine, ich habe drei Upgrades, glaube ich, jetzt. Oder zwei. Einmal habe ich zwei gefunden. Oh, da ist er noch! Da ist er noch! Oh, shit! Ups, guck, was er ist! Hä? Ich hab doch richtig schnell E gedrückt! Egal. Mein Handy lag da unten ganz auf der Ladefläche. Auch nicht schlecht. Du bist jetzt schon ein bisschen länger voll. Wo pack ich das jetzt hin? So ein bisschen, dass es keinen Krach macht.
Oh, hier ist noch Brennstoff. Verschlossen. Warte. Ist denn offen, wenn ich das dann nicht jetzt hier anmache? Nö. Ach, jetzt geht das Teil nicht auf, oder was? Jetzt kommt der Wurm nicht raus. Ah ja, klar, Mister. Ich drück richtig schnell E. Das war jetzt schnell genug, oder was? Das war genauso wie eben. Nimm die Waffe, Oberst. Und mach ihn weg. Ja, genau so. Genau so. Ich hab kein E gedrückt. Oh, shit, 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 shit. Und los, mach ihn völlig mit Feuer. Genau das Marker. Oh ja. Endlich ist er weg. Der war so nervig. Hat immer so viel Schaden gemacht. Schön, schön. Schön, schön. Raupe Nimmersatt ist weg. Und jetzt ist die verschlossene Tür? Nö, auch nicht. Okay, schade. So, ein bisschen Licht hier anmachen. Herr Oberst, ich hatte gerade die Wartung dran. Sie sagen, okay. Das Wasser fließt wieder. Sie schicken ein Team, das sich um den Rest kümmert. Sehr gut. Bitte. Oh, die Tür war alles einfach generell zu. Okay. Auch nicht schlecht. So, 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 so. Oh, jetzt sollte ich ins Feuer gehen. Das brennt ja hier noch ein bisschen. Genau. Ich hab den Tisch übersehen. Ich hab den wirklich übersehen. Der war irgendwo gewesen. Ja, da hab ich doch. Will ich nochmal zurückgehen da? Ne, ist zu spät. Der wäre safe nach Loot gewesen und so. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Rührt euch, meine Herren. Sie haben das großartig gemacht. Sehe ich auch so. Vielen Dank, Herr Oberst. Offen gestanden haben wir nur hinter Ihnen aufgewischt, Herr Oberst. Ach, schon gut. Aufwischen! Klar. Im Namen von Oscom spreche ich eine offizielle Empfehlung aus. Okay. Wir dienen Oscom. Sehr gut. Nun, dann raus aus den Anzügen und ausruhen. Ja. Natürlich, Herr Oberst. Danke, Herr Oberst. Oh, bitte, bitte, bitte. Gerne, gerne. Alles verstrahlt ist shit. Ihr sollt, glaube ich, nicht sitzen, alles verstrahlt ist. Eine ganze Menge, boy. Eine ganze, ganze Menge. Das gehört jetzt alles uns. Keine Sorge, wir bekommen bestimmt eine Extra-Dosis. Die werden sie uns am Kontrollpunkt geben. Na? Ich mache mir keine Sorgen. Ich frage mich nur, ob ich das einfach nehmen und ausgeben soll. Nun, wir könnten uns ein paar Drinks gönnen. Immerhin ist das Silvesterabend. Und morgen kotzen wir uns wegen der Strahlenvergiftung die Seele aus dem Leib? Nee. Nicht. Auch eine gute Idee. Du hast ja recht. Ich könnte allerdings schon ein paar Drinks gebrauchen. Das können wir ja trotzdem. Ich habe ein paar Ampullen grünes Zeug für solche Gelegenheiten gebunkert. Ach, das ist deren Zahlungsmöglichkeit. Ah, das ist doch mal ein Wort. Einfach grünes Zeug. Das ist einfach grünes Zeug. Ziehen Sie den Anzug aus, sonst legen Sie den Flammenwerfer weg. Cutscene. Die müssen dekontaminiert werden. Okay. Am Kontrollpunkt gibt's außerdem eine Dosis grünes Zeug. Ich gebe dort Bescheid. Sie waren Strahlung von mindestens einer Woche ausgesetzt. Gut. Vielen Dank. Eine Woche. Ah, das ist schon eine ganze Menge. Ich würde aber gerne wieder haben, die Flamme. Das ist klar. Ich würde noch upgraden wollen. Hier. Bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Oberst. Steigen Sie ein, Herr Oberst. Ja, ja. Vielen Dank. Jetzt schon alten Mann nicht so. Wir können euch zum Prospekt bringen. Danke, Herr Prospekt. Aber wir warten hier auf den Transport vom Hauptquartier. Der hat genug Platz für alle. Dann viel Glück. Auf geht's, Petrovic. Ja, Herr Oberst. Als eine Privatfahrt? Ich kann mich leider nicht weiter umgucken, schade. Ein frohes neues Jahr, Herr Oberst. Dankeschön. Fast durch, Dolja. Die Würmer sind alle Toast. Die Jungs werden noch aufwischen und ich gehe heim. Immerhin ist es Silvesterabend. Sehen, dass das nicht passt. Die Ladungsschlafe. Den sollte man sonst Verständnis aufbringen, wenn ich die Leute alleine ziehen.
Tja, du hast es leicht. Wie ich hörte, ist dein Sohn bereits Hauptmann. Du kannst den Yoga übrigens von mir gratulieren. Okay. Das war knapp. Wie dein Funkgerät leiser ist als alles andere. Was soll ich da einstellen? Nichts? Ist alles so gemacht? Verstanden. Ende und aus. Wieso saufen sie ja die Hucke weg? Ja, natürlich, wenn sie grüßen, will ich zurück, ja. Das war die falsche Hand, oder? Ich hab keine Ahnung. Herr Oberst, krempeln ja. Sie bitte für die Dosis Ihren Ärmel hoch. Bitte sehr. Natürlich. Ich habe den Ärmel hochkrempelt. Sie auch, Petrovic. Sie bekommen auch eine Dosis. Nein. Ich würde lieber meine eigene Spritze zu Hause benutzen. Gut, aber natürlich. Danke. Ja, ja. Bitte nicht gegen die Tür lehnen. Nächste Station, Krasny Prospekt. Zahlungsmittel also, ich verstehe. Nein, oh Gott sei Dank. Trotzdem reicht die übliche Kinderdosis an grünem Zeug bei ihr nicht aus. Und das, obwohl wir zum Prospekt umgezogen sind. Also greife ich mir ab, was immer ich kriegen kann. Nur für den Fall. Es ist nicht leicht, aber wir überleben. Und das ist, was zählt. Ja. Frohes Neues! Aber genug von uns. Erzähl mir lieber, Stößchen mit Pfefferchips. Gegrillt hab. Das haben wir, Petrovic. Das haben wir. Ah, schön zu hören, mein Freund. Fangen die dicken Teile, okay. Außerdem wird das beim nächsten Mal nur noch dichter wachsen. Das ist immer so. Okay. Siehst du, die Pumpen versagen. Das liegt an dem Schleim. Wir haben jetzt 20 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet. Und jetzt diese Scheiße. Die Filter verstopfen, die Dichtungsringe reißen, der Stahl rostet. Schon bald wird das Entwässerungssystem den Geist aufgeben. Na und dann müssen wir mit Booten fahren. Du wärst bestimmt ein guter Gondolier. Ich kann auch singen. Als geflutet wird hier. Bitte, verschone mich. Dein Gesang ist grauenvoll. Das ist eine schöne Fahrt hier. Endstation, oder? Wir sind da. Okay. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Petrovic. Ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Vergiss nicht, das sind ich und Kirill nach der offiziellen Zeremonie. Okay. Wir werden da sein. Die war das ein bisschen sehr unscharf da. Okay. Jetzt ist er geladen. Ja? Laufen Ratten rum, der pennt da einfach, okay. Okay, das ist so der Metro. Dann gehen wir mal runter. Herr Oberst. Ja. Ich glaube, ich werde nicht das jedes Mal was sagen, wäre ein bisschen anstrengend. Herr Oberst, bitte gehen Sie weiter. Der General erwartet Sie bereits. Oh ja, oh ja, klar, klar. Dann gehen wir zum General. Müssen wir ja wohl, oder übel. Ich brauche Ihre Ausreden nicht, Hauptmann. Wenn Sie schon die Initiative für etwas ergreifen, dann sollten Sie es auch zu Ende bringen. Okay. Wegtreten. Jawohl, Herr General. Hallo, Herr Oberst. Hallo. Ach, Slava. Ich habe dich schon erwartet. Komm mal rein. Mach es dir bequem. Ein Ofen hier? Hat einen Fernseher. Der hat ja einfach nicht schlecht hier drin. Während du zum Grillen draußen warst, haben sich hier neue Entwicklungen ergeben. Grillen hört sich so gemütlich an, ja, aber das war nicht gemütlich. Definitiv nicht. An. Hintergrundstrahlung? Ja, die Karten sind vom Satellitenkontrollzentrum. Oh nein. Und jetzt möchte ich, dass deine Leute dorthin gehen und die aktuellen Karten finden, auf denen das ganze Land verzeichnet ist, damit wir wissen, wohin wir gehen müssen. Übernimm persönlich die Kontrolle und sorge für strikte Geheimhaltung. In Ordnung? Und wir gehen müssen, Teuer?
Komm auf den Punkt. Bereiten wir eine Evakuierung vor? Also gut, das bleibt aber unter uns, ist das klar? Ja. Wir können nicht mehr länger warten, das grüne Zeug ist alle. Wir müssen mit den Konfiszierungen anfangen, daher muss alles unter Verschluss bleiben. Warum so heimlich? Das sind doch gute Neuigkeiten. Würden wir Ihnen das sagen, geben Sie Ihre Vorräte sicher freiwillig her. Nicht meine Entscheidung. Trotzdem ist es manchmal das Beste, die guten Neuigkeiten bis zum Schluss zu verwahren. Ich verstehe. Hm. Danke, dass du es gesagt hast. Denk daran, das bleibt unter uns. Du kennst mich. Ja, klar. Nun, ein frohes neues Jahr. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Als Held des Krieges gegen Schleim und als alleinerziehender Vater möchte ich dir hiermit ein Neujahrsgeschenk vom Kommando überreichen. Oh! Eine Monatsration für zwei. Danke. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, es sei denn... Wie wär's mit dem Tee? Natürlich. Wir haben für Tee zu haben. Du weißt genau, wie man einen Mann von seiner Familie fernhält. Wie geht es der Yoga? Das Gespräch wirkt nicht wirklich sehr... Ist von sich selbst eingenommen. Denk doch nur. Sehr gut, wir sind... Mein Sohn ist jetzt unsere Stimme passt und bin ich immer so. Und ich hab mich mal angegriffen. Kannst du das glauben? Natürlich kann ich das. Typisch für dich. Ich finde, er sollte alles selbst erreichen. Stärkt den Charakter. Ach, definitiv. Er war eigentlich immer ein weicher Typ. Mein Kippchen. Genau wie seine Mutter. Jetzt ist er ein harter Kerl. Du warst immer hart ihm gegenüber. Fast schon zu hart. Das könnte ich nicht. Ich finde, du machst es erstaunlich gut. Und das sage ich als jemand, der euch zwei schon lange beobachtet. Er wird zu einem richtigen Mann. Ein Oscom-Kämpfer. Ja, er ist ein großer Fan von allem, was mit Oscom zu tun hat. In seinen Augen sind wir eine Art Superhelden. Irgendwie ist das fast schon unheimlich. Aber wir sind Helden. Wir retten, wen wir können. Und das alles zum Wohle unserer Kinder. Was soll daran unheimlich sein? Viele Dinge versteht er noch nicht. Und er idealisiert uns. Er glaubt, wir seien Ritter ohne Furcht und Tadel. Aber das wirkliche Leben ist komplizierter. Manche Dinge muss man einfach tun. Ja. Und wenn ich dann in seine Augen schaue, denke ich, würde er das verstehen, wenn ich ihm davon erzählte? Und dieser Tag wird kommen. Kirill ist ein richtiger Mann, er wird das verstehen. Erst ein Stückchen Tee. Mm. Ein echter Helslava lässt nicht seine Muskeln spielen und trägt auch keine glänzende Rüstung. Oh, das ist ja ein guter Tee. Ein Held ist jemand, der tut, was getan werden muss. Er wird vielleicht mit Dreck besudelt, manchmal sogar mit Blut. Aber trotzdem macht er seine Sache, weil es notwendig ist. Das zu verstehen, macht einen Mann aus. Vielleicht. Aber von dort ist es nicht mehr weit bis zu der Zweckheiligkeit. Trinkt eigentlich beim Reden rauchen und Tee trinken? Was für ein rührseliger Wollen wir mal wieder erzählt. Oh, der Zweckheiligkeit im Mittel. Das darfst du nicht sagen. Das sind böse, böse Worte. Schäm dich. Unsere Philosophieprofessorin Maria Ivanova hat uns das gesagt. Aber ich sage, es ist so. Wie sonst sollte man irgendwas erreichen? Man muss etwas opfern, um etwas zu erreichen. Da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. War das jemals anders? Aber ist es immer so? Also gut, du hast mich erwischt. Ich sprich den Dialog ab, ne, Mann. Du hast ja recht, so erreicht man Dinge. Aber ich habe immer geglaubt, es sei eine Frage der Aufrichtigkeit. Ob es so ist erwartet, das ist man nicht schlecht. Man muss vor allem immer zu sich selbst aufrichtig sein. Das war tiefgründig, fast philosophisch. Ich wette, du hast auch Ivanovas fortgeschrittenen Kurs gemacht. Tja, ich denke, ich gehe jetzt mal. Ja, Slava, tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Geh zu deinem Sohn. Grüß Kirill von mir und ein frohes neues Jahr. Dankeschön. Ich werde in der Zwischenzeit an meiner Rede arbeiten. Ach so. Ich hasse öffentliche Ansprachen. Ja, du machst es schon. Der Anlass erfordert es. Ja, du machst dies. Liebe Bürger von Krasny Prospekt. Gut, gut. Bis eben. Ja, mhm. Wie heißt du eigentlich? Ja, kann ich leider nicht lesen, tut mir leid. Herr Oberst. Ja, frohes neues Jahr. Hallo, Herr Oberst. Hallo. Ein frohes neues Jahr. Wünsche ich natürlich auch, ja? Ein frohes neues Jahr. Im Dienst heute Abend? Das tut mir leid. Ach, wissen Sie, Herr Oberst, es hätte schlimmer kommen können. Okay, und wie?
Zumindest ist es keine schwere Arbeit, das grüne Zeug zu bewachen. Das ist richtig. Ich hoffe natürlich, dass niemand am Silvesterabend den Raubzug des Jahrhunderts plant. Hier haben wir noch so ein Täter hier. Okay, aber hier geht er so einfach. Du dreckiger Trunkenbold! Seite. Was? An, du Schwein! Hör mal, Tanja, ich hab doch nur... Ja, ja, ein Glas, ne? Das soll also das neue Jahr sein? Deine Kinder haben nichts zu essen und du versäufst deinen Lohn? Jetzt gibt's Stress. Ach, komm schon, Tanja. Komm schon, sieh hin! Sieh dir an, was dein Sohn zum Anziehen hat! Sieh dir an, was ich zum Anziehen habe! Zu Hause haben wir nichts zu essen! Verstehst du das? Ich habe überall Schulden! Ich kann nicht mal den Namen... Du die Waage Zeigerbewegt hat, wenn ihr die Flasche aufstellt. Völlig egal? Du bist eine Schande! Du hast alles versoffen! All das grüne Zeug, das du bekommen hast! Sie haben nichts grünes Zeug gegeben, diese geizigen Mistkerle. Und überhaupt, komm schon, es ist Silvesterabend. Du Dreckskerl! Schleim! Du Trunkenbold! Wie die das ist leider nicht gut für den, dass die Waage funktioniert. Ach komm schon, Tanja, bitte nicht. Nicht weinen, Tanja, bitte. Ach Tanja. Ja, wenn man hier ist, will man sich einfach nur bezwingt. Du da. Einfach. Alter, es ist viel zu viel auf einmal. Außerdem bist du schon beschwipst. Nein, nein, nein. Grisha hat recht. Wir sind spät dran, um auf die Freundschaft zu trinken. Mhm. Ah, ja, Freundschaft. Tja, dann lasst uns darauf trinken, dass alles so wird wie im letzten Jahr. Nur viel besser. Okay. Ja. Ihr müsst schon trinken, Leute. Ja, Stößchen. Ein großartiges Tröpfchen. Richtig guter Jahr, Alter. Boah. Oh. Boah, starkes Zeug. Der, also das ist wirklich nicht schlecht. Roskom, unser tapferer Beschützer. Wir sollten auf Ihre Gesundheit trinken. Tut mir leid, das geht nicht. Ich bin noch im Dienst. Aber lasst euch nicht davon ab. Ja, ich hab schon getrunken, aber das ist nicht so schlimm, schade. Ja. Naja, nächstes Mal. Ja. Kann ich hier mit rein? Herr Oberst, es sind zu viele Menschen im Weg. Man kommt nicht wirklich durch. Am besten gehen Sie hoch und durchs Restaurant und von dort zur Galerie. Okay. Danke. Ein frohes neues Jahr. Wünsche ich Ihnen auch, Herr Oberst. Danke. Oh, Herr Oberst. Ja. Hörchen. Hallo. Sagen Sie mir, Herr Oberst, was soll ich mit dieser Frau machen? Hm? Wie meinen Sie das? Sollten Sie das Trinken sein lassen. Das ist gute Sache. Ja, Herr Oberst, mach ich. Herr Oberst, ich werde heute nichts mehr trinken. Du hast gerade die Flasche in der Hand. Du hast mir eben gesagt, du willst nichts mehr trinken. Er verspricht mir, er trinkt nichts mehr und dann säuft er vor meinen Augen. Ist okay, Anzeige ist raus. Auf die Gesundheit. Ich glaube, ich trinke mal auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Alles klar. Okay. Eine Kassette. Übrigens, es ist schon eine Weile her, dass ich Sascha mal mit Kassette an. Kompanie zuletzt gesehen habe. Kennst du den? Shit, das ist Copyright-Musik. Doch ständig veraltete Witze, oh mein Gott, ich muss schnell weg hier. Was ist denn mit ihm? Das ist sonst der Tod. Großes neues Jahr. Sieh mal, eines Tages werden wir doch nach draußen gehen, oder? Wir sind schließlich keine Maulwürfe, die im Untergrund leben müssen. Habt ihr jetzt Zwiebelringe hier? Oh, was für eine Überraschung. Trinken ja. Sie mit uns. Naja, ich kann nicht, ich bin im Ding, jetzt tut mir leid. Ja, also tut mir leid. Also, nee. Gesellen ja? Sie sich zu uns. Ja, das würde uns freuen. Ich darf nicht, ich muss noch arbeiten. Na, tut mir leid, Jungs, aber ich muss nach Hause, um nach meinem Sohn zu sehen. Das ist auch noch. Ein frohes neues Jahr. Ja, genau, frohes neues Jahr. Vielen Dank, Herr Oberst. Vielen Dank, Herr Oberst. Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Wie geht's denn hier raus? Also sagen wir die Küche. Die haben einen Kühlschrank hier, Alter. Echt nick. Wenigstens zum Arm. Nicht jetzt, sieh doch. Da sind so viele Leute. Ach, komm schon. Okay. Okay. Die gucken alle.
Nein, hier guckt gar keiner. Sei doch nicht so. Nur ein kleines bisschen. Warum so eilig? Später. Stimmt. In einem vorherigen Teil also kommt man ja sich betanzen lassen von netten Damen. Ach, komm schon. So lange kann ich nicht warten. Doch. Ist das? Weiß ich noch. Ah, du Schlingel. Okay. Okay, ja. Ich wollte zugucken, ich wollte sie zumachen. Hä? Ich war entspannen. Nein. Jetzt erpasse ich die heiße Nummer da. Shit. Hallo. Okay. Oh. Wer bist du denn? Alter. Überfallen. Hey, Papa. Ich wette, hier hast du keinen Hinterhalt erwartet. Das ist mein Sohn. Ich muss dich allerdings nach deinem Lagebericht fragen. Oh. Der Einsatz zur Hilfe beim Vorbereiten der Feier ist fast abgeschlossen. Sehr gut. Nur noch eine Glühbirne übrig, Herr Ober. Glühlampe, Gefreiter. Glühlampe. Groß Neues, Papa. Ich dachte schon, Dankeschön. Ich rechtzeitig. Natürlich kann ich rechtzeitig. Du kennst mich doch. Sag, warst du zu spät. Ja, und tut mir leid. Ja, na, Arbeit und so. Ich habe nur mein Bestes gegeben, dafür genau. Zu sorgen, dass es so wenig traurige Jahrestage in anderen Familien gibt wie möglich. Das verstehe ich. Freut mich zu hören. Und jetzt, schalte ein. Was ist das für ein Schalter da unten? Auftrag ausgeführt. Gut gemacht, Gefreiter. Interessant. Oh, Papa, ich habe etwas für dich. Ja. Hier, oh, ein Kompass. Ich habe sie repariert. Eine Uhr. Oh, eine Taschenuhr. Oh, eine Armut, oh, eigentlich. Vielen Dank, mein Sohn. Nicht schlecht. Dankeschön. Oh. Da wir gerade von Petrovic sprechen. Sobald die offizielle Feier vorbei ist, sind alle Soldaten aufgefordert, ihr Gesicht zu waschen und bei Petrovic vorstellig zu werden, in Ausgehuniform. Ja, bei Petrovic melden, Gesicht sauber und Ausgehuniform. Verstanden, Herr Oberst. Wow, der Baum ist so schön. Ja, hör zu. Oh, jetzt gibt's eine Rede. 20:34 haben wir's. Guck, die Uhr weiter genau. Und Gäste von anderen Stationen. Das Jahr 2034 ist fast zu Ende. Ah, das ist die Jahresanzeige. Jahr, doch alle Herren haben nur dazu gedient, enger um unser gemeinsames Ziel zusammenzurücken. Das Wohlbefinden aller, die hier unten in den Tunnel leben. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr, das sicherlich Besserung bringt. Und aufgrund unserer gemeinschaftlichen Bemühungen als Gesellschaft wird es definitiv kommen. Im Namen der Auskommführung möchte ich Ihnen allen für Ihre gute Arbeit danken und Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Ein frohes 2035! Ja. Die Musik ist cool. 10. 9. 9. 8. 7. Das passt, ich erzählt. 6. 5. 4. 3. Oh, das sieht jetzt cool. 2. 1. Oh, juhu. 20:30 Uhr, yay! Verdammt, das ist beschissen. Der verdammte Generator ist schon wieder ausgefallen. Shit. Ich unterhalte Silvester. Wir sind in der Gegenwart. Kirill, ich bin bei den Verkaufsständen. Wo ist die Passage zu Sibirskaya? Unten, da war früher das Ostrom-Hauptquartier. Das grüne Zeug, das sie den Leuten abgenommen haben, wurde dorthin gebracht. Ich verstehe. Konfiszierungen. Okay. Die gerne eine Lampe, das würde das alles einfacher machen. Gefunden. Vielen Dank, Gefreiter. Oha, hier sind eine ganze Menge Leute. Ich hoffe, es geht Licht an. Das wäre schön. Bürger, wir rufen Sie auf, ruhig zu bleiben. Bist du so laut? Die Behörden freiwillig.
will ich Ihre Vorräte an Strahlenschutz stopfen. Denken Sie daran, dass unsere Gemeinschaft... Alter, warum ist die denn so laut? Alter, was ist da, was denn? Was stinkt ihr mit ihr ab? ...gemeinschaftliche Pflicht ist, zusammenzuhalten und das Wohl aller Bürger zu sichern. Darf ich, Herr General? Lass das, Lara, und ich bin nicht in der Stimmung für Scherze. Was ist mit der Sibiskaya? Wir sind da fertig. Und das hier haben wir mitgebracht. Viel ist es nicht. Das ist übel. Wir sind mitten in einem Fallout-Bereich und müssen uns über mindestens 500 Kilometer rüsten lassen. Ich bin eng von dem Zeug hier. Auf keiner davon sind wirklich sichere Gebiete verzeichnet. Ich hatte auf den Baikalsee gehofft, aber... Wir suchen noch immer den Baikalsee. Das Archiv ist hinüber. Und was die Strahlung betrifft, dafür gibt es doch Filter, um den Staub draußen zu halten. Filter. Die Waggons sind alle so verstrahlt, dass uns die Filter ohne grünes Zeugs auch nicht helfen werden. Da werden Strahlenschutzstoff. Du hast selbst einen Sohn, daher weißt du, dass Kinder mehr brauchen. Ich weiß. Haben wir genug? Nicht für alle auf einmal. Zuerst werden wir die Kernpersonen evakuieren und sauberes Rollmaterial vorbereiten, dann die anderen. Du meinst also, dass wir die Leute in zwei Gruppen unterteilen sollen? Jene, die wir zuerst retten und dann den Rest, den Bodensatz? Du weißt, was auf dem Spiel steht. Vor allem unsere Kinder. Gut. Was gibt es da zu diskutieren? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Von dir am allerwenigsten. Was? Denk mal an Kirill. Ich für meinen Teil habe über ihn nachgedacht. Ihr beide werdet mit dem ersten Zug fahren. Also enttäuscht mich jetzt nicht. Vergiss das also alles und mach eine Pause. Deine Leute können sich allein um den Prospekt kümmern. Also gut. Ich will noch eine Zigarette. Und du? Ja, na ja, komm, gib mir noch ein Kippchen. Hast du noch einen Tee da? Mir egal. Wie du meinst. Schon eine Weile her, dass ich solche Zigaretten hatte. In den schmutzigen Stationen wimmelt es vor Unruhestiftern. Du weißt schon. Faseln dauernd davon, das Regime abzusetzen und ein neues Leben zu beginnen. Und Sie haben vor, jetzt loszulegen. Genau. Sobald bekannt wird, dass wir kein grünes Zeug mehr haben und die Gerüchte über die Evakuierung losgehen, und die werden kommen. Natürlich. Übertriebene Gerüchte noch dazu. Die Führung läuft davon. Verlässt das gewöhnliche Volk. Eine Chance, die sie nicht auslassen werden. Ja, du hast es begriffen. Wir werden die Ordnung aufrechterhalten, solange es geht. Gott beschütze uns vor einem großen Aufstand. Doch Gott begünstigt noch immer die Vorbereiteten. Halte deine Waffe bereit, Slava. Jetzt wird es holprig. Ja, das wird ziemlich hässlich. Tja, wir haben keine andere Wahl. Entweder wir retten, wen wir können, oder wir versinken im Chaos und sterben alle. Wenn du also schießen musst, betrachte dies als Krieg gegen lebende Tote. Jeder Aufständische ist eine lebendige Leiche, die versucht, uns in ihr Grab zu ziehen. Hey. Eine zynische Sichtweise. Zynisch, aber realistisch. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Sind deine Leute bereit dafür? Jene, die es nicht sind, sind schon seit Jahren aussortiert. Was hältst du von den anderen? Bei manchen Einheiten bin ich mir unsicher. Wir werden anfangen, sie still und heimlich aufzulösen und zu entwaffnen. Okay. Damit riskierst du, Öl ins Feuer zu gießen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin verdammt. Egal, ob ich mache oder nicht. Wohl wahr. Ja, weißt du, ich fühle mich ausgelaugt. Tja, ich muss mich wohl entschuldigen. Natürlich. Ruhe dich aus, solange du noch die Gelegenheit hast. Ich befürchte viel zu viel. Der hat richtig viel von dem Strahlenschutzstoff, finde ich. Pass auf dich auf. Du auch, Dolja. Alter. Ist ultra viel. Als ob die so viel brauchen. Also, als ob die jetzt. Ich weiß nicht, wie viel die brauchen, keine Ahnung, aber. Da ist alles verstrahlt. Das wird sicher nichts. Das ist eine ganze Menge. Okay, wenn es fürs ganze Land die Reserven sind, ist es nicht viel, aber. Das ist eine ganze Menge. Soll ich hier raus? Und, was hat er gesagt? Naja, dass sie unsere missliche Lage
unseren Beitrag und unsere Kooperation sehr begrüßen. Ach, hier ist dein grüner, dein Strahlenschutzstoff. Vollumfänglich und mit Zinsen entschädigt, genau wie es in den Papieren steht. Im Grunde hat er darauf hingewiesen, dass ich ein offizielles Schreiben habe, mit Unterschrift und Stempel, und das sei das Beste, was mir passieren kann. Was hast du geantwortet? Na was schon. Ja, Herr General, alles ist, wie Sie sagen. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben, obwohl Sie so beschäftigt sind. Sie verstehen, dass unsere hart verdienten Reichtümer konfisziert wurden und wir daher besorgt sind. Er begleitete mich zur Tür, schüttelte meine Hand. Sehr respektvoll. Du Schwächling, was habe ich dir gesagt? Du solltest einen Aufstand machen. Diese Papiere taugen zu gar nichts, außer als Zierde an der Zimmerwand von verdammten Idioten. Oha, die Frau ist ein bisschen komisch. Du solltest ein echtes Dokument verlangen. Ein Schuldschein vom General höchstpersönlich. Ja, das wäre besser gewesen. Und seiner Unterschrift. Du bist ein respektabler Mann, Jakob. Wie kannst du zulassen, dass er dir das antut? Es gab nichts, was ich hätte tun können. Das hatte mich sofort wissen lassen. Das war offensichtlich, wirklich. Die Art und Weise, wie er mich ansah, wie er mir die Hand schüttelte. Er hätte es abgelehnt. Daher habe ich einfach mein Gesicht gewahrt. Nur deshalb, Jakob, weil du ein Feigling bist. Und er wusste, dass du nachgeben würdest. Du hättest dich einfach wehren müssen. Ah, ja. Einfach, bleib einfach hier. Ich werde mit ihm reden und besorgen, was wir brauchen. Du wirst schon sehen. Irgendjemand in dieser Familie muss ja Eier haben. Wag es bloß nicht. Das Thema ist durch. Alles ist gesagt. Ey. Die sind mir, Ja. Ich wollte entscheiden, was zu hören. Das ist mir jetzt übers Zeige. Hallo. Wie ist die Lage, Feldwebel? Sie werden unruhig, Herr Oberst. Wir können nur ruhig bleiben und dürfen uns nicht provozieren lassen. Jawohl. Du hast keinen Mund offiziell? Okay, dann wirst du nicht reden. Oh Gott. Wir können nichts machen, das ist alles, ja. Wir können nichts machen, das ist ist alles doof. Gott. Achso, kommt einer. Herr Oberst, ja. Ich bitte um Erlaubnis. Ja. Genehmigt. Teilt. Ein anonymer Tipp zu überschüssigem Vorrat. Das können wir nicht ignorieren, aber er macht die Tür nicht auf. Was zum Teufel? Ich verstehe. Auf geht's. Mhm. Okay. Hallo? Wird nicht geschubst. Hey, du schützt mich aber sehr zum Mögen. Pass nur auf, wo du mich anfasst, Soldatenjunge. Beruhige dich, sonst bricht es dir noch das Herz. So ticke ich nämlich nicht. Es reicht, es dauert viel zu lange. Genug, ihr Jammer. Wir wissen alles über deine Pläne. So, wir gehen weiter hier. Kommen Sie her, Herr Oberst. Ja. Rainer. Petrovic. Komm herein. Danke. Mir nach. Michail Petrovic, du weißt, warum wir hier sind. Ich schlage vor, du spendest deinen überschüssigen Vorrat freiwillig, sonst gibt es Ärger. Ich kann nicht. Du weißt, dass ich das nicht kann. Das ist für meine Enkelin. Das habe ich von meinen Rationen abgespart. Ich kann nichts machen. Wir haben einen Tipp, dass du einen Vorrat hast und müssen darauf reagieren. Beginnt mit der Suche. Seht dort nach. Oh Mann. Das tut mir wirklich leid für ihn. Das ist so ungerecht. Das habe ich mir verdient. Selbst gespart. Das war ehrlich. Ich weiß, aber wir haben Regeln zu befolgen. Hab ein Lager gefunden, Herr Oberst. Er hat welches. Ein Lager. Allerdings nicht sehr viel. Meine Enkelin ist krank. Sie braucht es. Ihre Enkelin. Ich wette, das wandert in den Markt. Oberst, sag es ihnen bitte. Du weißt, dass es wahr ist. Herr Oberst, das kann nicht sein ganzer Vorrat sein. Suchen wir weiter. Denken Sie an die Quote. Nein. Es reicht. Es reicht. Wir konfiszieren nur den überschüssigen Vorrat. Ja. Wir helfen ihm. Ich meine, er war ein guter Freund für uns, ja. Herr Oberst, ich werde das alles melden müssen. Bringen Sie das zum Hauptquartier und berichten Sie, dass der Abbruch der Suche meine Entscheidung war. Ja, Herr Oberst. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, du hattest keine Wahl. Danke, dass du mir etwas gelassen hast. Mir tut es auch leid. Du hattest allerdings recht mit deiner Entscheidung. Niemand ist schuld. Ist das für eine Uhr? Ich gehe jetzt wieder. Nicht der Rede wert. Das wird wahrscheinlich noch Mega geben. Ihre
Pflicht und Gewissen. Tiefmitterhalten, okay. Herr Offizier, denken Sie mal nach. Woher soll ich so viel überhaupt haben? Sie haben den Leuten das grüne Zeug weggenommen, der Handel ist tot und Sie fordern eine Quote von mir, die einem Mogul gerecht würde. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe auch eine Quote zu erfüllen und keinen interessiert, wie ich das schaffen soll. Quote am Arsch. Ich kann das grüne Zeug nicht einfach aus der Luft zaubern. Das ist richtig. Das können Sie Ihren Vorgesetzten sagen. Okay, wir haben hier also eine festgelegte Quote. Damit geht's wieder los. Wir haben eine Quote für Sie und Sie müssen sie erfüllen. Und mir ist es egal wie. Ah, Herr Oberst. Ja. Ja. Leutnant, ich denke, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Ich habe verstanden, Herr Oberst. Sie können gehen. Ja, Herr Oberst. Wie? Nicht schnell hinten. Gut. Haben wir das auch erklärt? Das ist 35. Ach, hier unten ist jetzt A, der Baum stand. Okay. Alle sind krank. Klar, der ist durchgeknallt. Kam von einer schmutzigen Station, wie ich hörte. Oder vom Depot. Hat wahrscheinlich gedacht, dass wir hier in grünem Zeug schwimmen, dieser Blödmann. So kannst du das auch nicht sagen. Von wegen, die hätten dieses Gesindel hier nicht reinlassen sollen. Und Rationen hätten sie ihnen schon gar nicht geben sollen. Ach ja. Es gefällt keinem, die Entscheidung getroffen werden. Ich denke mal, da oben geht's weiter. Lass mich mal oben gucken, was hier oben noch zu finden ist für uns. Ja. Was ist denn? Nichts, okay. Ständig sagst du, dass ich nur rumjammere und alles gut wird. Was habt ihr Leckeres dazu essen? Sieht nicht schlecht aus. Natürlich. Wir sind in einer blöden Situation, richtig. Aber du musst das positiv sehen. Wie? Wie soll man da irgendwas positiv sehen? Das ist eine gute Frage. Ich habe gesagt, dass irgendwann dieser Tag kommen wird, an dem uns das grüne Zeug ausgeht. Aber du hast mich nur ausgelacht. Tja, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auch richtig. Letztes Mal, als es Versorgungsprobleme mit dem grünen Zeug gab, hast du auch gesagt, uns fällt der Himmel auf den Kopf, oder? Das hast du auf jeden Fall. Und das letzte Mal davor warst du in elender Panik. Vor 5 Jahren auch. Erinnerst du dich? Und doch ist jedes Mal alles gut gegangen. Ja, das ist richtig. Naja, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ja. Im Grunde hatte ich recht. Nee, eigentlich nicht. Immerhin kann niemand mehr annehmen, dass es endlose Vorräte an grünem Zeug gibt, oder? Das ist richtig. Eines Tages muss es also alle sein. Ja. Du solltest aufpassen. Einmal schon Pläne. Immerhin herrscht Kriegsrecht. Trotzdem sehe ich das so. Die Leute an der Spitze sind nicht dümmer als du. Sie müssen einen Plan haben. Also wird das bald geklärt sein. Du wirst schon sehen. Oh, das sind... Die stehen alle ineinander, okay. Bin ich da... Okay, ich fahre nicht nach. Da weint ein Kind, also ist wirklich viel Elend und Leid, ne? Oh Mann. Muss dann wirklich schnell los. Und einen Weg finden, wo sie sicher sind. Hallo, Herr Oberst. Schön, dass Sie wieder zurück sind. Ja, schön, ne? Ich danke. Entschuldigen Sie das Chaos, aber der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. In den schmutzigen Stationen muss es wirklich schlimm sein. Der General scheint so. Dass Sie erstmal hier behalten werden. Wir schicken Sie später weiter. Okay. Ich verstehe. Vielen Dank, Feldwebel. Nochmal Rolltreppen hier, ja. Das ist die Mechanik unter einer Rolltreppe? Keine Ahnung, ich würde vorstellen, wie eine Rolltreppe von unten aussieht. Meine, also warum nicht? Wir kommen jetzt da rein, ich bin gespannt. Mach auf! Oskom, mach auf hier! Ach, Hallöchen, Gefreiter. Ich bin total erschöpft. Mein Zuhause. Kirill? Warum redet er nicht? Also gut, Gefreiter, sag mir, was los ist. Nichts. Ich will nur nicht. Ja?
Was willst du nicht? Ein Gefreiter sein. Und ich möchte auch nicht mehr Oscom angehören. Weil? Nun, das musst du mir genauer erklären. Ich war in der Sibylskaya und hab gesehen, wie die Soldaten den Leuten das grüne Zeug wegnahmen. Ein Händler wollte es nicht rausrücken, fing an herumzuschreien. Sie haben ihn verprügelt und ihm das grüne Zeug abgenommen. Nun, das ist einfach inakzeptabel. Gleich morgen früh werde ich mir ihre Namen geben lassen. Du hast gesagt, dass Oscom die Leute beschützt, aber ihr nehmt ihnen ihr grünes Zeug weg. Warum? Das ist kompliziert. Schwer zu erklären, ja. Das grüne Zeug wird knapp. Deshalb müssen wir es von jenen nehmen, die viel davon haben, und jenen geben, die nicht genug haben. Ansonsten würden die Reichen nur auf ihren Vorräten sitzen, während die Armen alle sterben. Wäre das gerecht? Ganz und gar nicht. Ja, natürlich guck. Wäre das nicht gerecht. Ja, natürlich sind die, von denen wir etwas nehmen, nicht glücklich, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, verstehst du? Wenn man mir mein grünes Zeug wegnehmen würde, wäre ich auch nicht froh darüber. Mhm. Aber ich verstehe es jetzt. Gut. Trotzdem hatten diese Soldaten Unrecht. Ich sorge dafür, dass sie bestraft werden. Sie werden hingehen und sich entschuldigen müssen. Tee. Ja, sippen. Sorg dafür. Sie müssen sich entschuldigen. Gut. Da wir gerade von grünem Zeug sprechen, es wird Zeit, dass du deine Dosis bekommst. Streck deinen Arm aus. In Ordnung. Also fahren wir auch nicht mehr davon. Erledigt. Sieht genauso voll aus wie die anderen. Was ist damit? Okay. Was passiert jetzt? Dreht er aber noch weiter? Ich glaube, es ist wieder in der Zukunft, wo wir wieder zurückkehren. Gegenwart, oh ja. Als ob er die ganze Zeit lag. Kirill, Miller hier. Hörst du mich? Ende. Oha. Es rauscht allerdings. Ende. Was ist hier bitte passiert? Ich betrete die Sibylskaya. Hatte dort nicht der letzte Kampf stattgefunden? Ende. Ja, ich weiß es aber nur von den Worten meines Vaters. Kurz bevor die Aufständischen ihren letzten Angriff starteten, hatten wir uns unterhalten. Ein Monat zuvor. Papa, musst du wirklich gehen? Hast dich gar nicht ausgeruht. Die Aufständischen rücken vor, es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Aufständische, sag Papa, wenn wir als Oscom Leute beschützen, warum lügen wir sie dann an? Wow, du bist erwachsen geworden, Gefreiter. Und ich bin kein bisschen klüger. Also, lass uns wie Erwachsene reden. Sollten wir ihnen die Wahrheit sagen? Natürlich. Aber das Leben ist sehr komplex. In den Händen unserer Feinde könnte die Wahrheit gefährlich sein. Wir müssen sorgfältig auswählen, wem wir sie anvertrauen, ja, und wer sie nicht erfahren darf. Das so Kommando ist es schon richtig. Das Gesamtbild und trifft die Entscheidungen. Auch wenn diese Entscheidungen manchmal unbequem sind, so sind sie doch trotzdem notwendig. Das Kommando denkt an jeden, während die Zivilisten nur an sich selbst denken. Deshalb muss eine Wahrheit, die ihnen Angst bereiten könnte, geheim gehalten werden. Ja. Zu ihrem eigenen Besten. Verstehst du das? Ja, schon. Aber trotzdem. Das ist eine schreckliche Art zu denken. Das ist richtig. Es gibt viele schreckliche Dinge im Leben und trotzdem hab ich dich gut großgezogen. Du bist stark und mutig. Du kannst das ertragen. Also gut, Zeit zu gehen. Du gehst nach Hause und gehst nicht raus und lässt niemanden rein, bis ich zurück bin. Das ist dein Befehl. Jawohl, Herr Oberst.
Feldwebel. Bringen Sie ihn nach Hause. Jawohl. Auf geht's, Kirill. Na gut. Viel Glück, Papa. Danke. Vielen Dank, mein Sohn. Einen schönen grünen Laserpointer drauf. Okay, ach, hier im Waffenwerkbank. Genau, das habe ich gesucht. Mit zu viel Sturmgewehr, Schrotflinte. Okay. Waffe. Die ist komplett sauber. Upgrade-technisch können wir dann noch viel machen. Oh ja. Wir haben den Lauf. Wir können den auch raufschrauben. Natürlich schrauben wir den rauf. Weil das ist der Schwereschaft und Griff. Schwereschaft mit Metallgriff. Das die Variante zur deutlichen Verringerung des Rückstoßes. Ja, also es hat keine Nachteile. Komm drauf. Kurzer Lauf und Schalldämpfer. Langer Lauf. Entminderungsbremse? Okay. Genau, ich kann. Oder Schadenstärke war ganz schön. Machen wir den drauf. Ich will nicht Silent spielen. Nachtsicht will ich nicht. Nee, das bleibt so. Erweitertes Magazin. Großer Magazin. Ein übergroßes Magazin, das bis zu 75 Schuss Munition fasst. Dies ist die schwerste Variante unter dem Magazin. Natürlich möchte ich das sehr gerne drauf haben. Grüner Laser. Bleib drauf. Achso, genau. Langer Lauf und Nullungsbremse. Habe ich noch gar nicht vorgelesen gehabt. Diese Kombination aus Lauf und Nullungsbremse soll Genauigkeit und verursachten Schaden erhöhen. Für dynamische Schießereien ist er nicht so sehr geeignet. Schade. Denn Standardlauf und Mündungsbremse bietet eine ordentliche Zielgenauigkeit, ohne dabei zu schwerfällig zu sein. Eigentlich ist der mit der Beste. Obwohl, viel braucht Stabilität, eigentlich nicht so viel. Kommt der rauf. Das ist meine Schrotflinte. Also, wir machen natürlich den, der ist auch top. Nur Griff, der sieht auch top aus. Der Holzgriff sieht natürlich schlecht aus. Der Griff, nicht am besten. Der soll noch besser sein? Okay. Schwerer Griff. Griff, muss immer einen vorne Griff dran, diesmal, ne? Ah, okay. Griff, und Handschutz, für, aus schwerem Metall mit zusätzlichen Vordergriff. Für bessere Rückstoßkontrolle. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Doppellauf. Kurzer Lauf und Schalldämpfer. Nö. Geschlossenes Reflex ist ein Visier mit geschlossener Blende. Bietet einen klaren Blick auf das Ziel. Okay. Infrarotlaser. Nö. Wo brauche ich den? Ich weiß es nicht. Können wir sehen. Testen wir gleich mal aus. Ja, ist jetzt schlecht zu sagen, ne? Wir bauen ihn lieber rauf. Ich glaube, wir brauchen den dafür. Wenn ich rausgehe, glaube ich, komme ich auch nicht mehr rein, ne? Wir bauen uns lieber rauf. Produktionstechnisch sieht nicht ganz so gut aus. Haben wir noch irgendwas craften? Haben wir noch Ressourcen hier? Oh, ja doch. Kostet es? Ja, ist okay von dem Preis her. Sind voll. Was? Okay. Machen wir die Festkern wieder an, fällt mir gerade auf. Und was ich noch mache? Ich gehe jetzt mal schnell auf Klo. Denn ich, also was ist wir? Ihr könnt auch auf Klo gehen, aber ich muss einfach schnell pullern gehen nochmal schnell. Weil ich habe so viel getrunken, schnell und so. Und ja, genau. Ganz viel schnell muss ich jetzt sagen. Ich habe jetzt noch schnell was getrunken, damit ich jetzt schnell auf Klo gehen kann. Gut, dann bis gleich. Ich gehe bloß schnell auf Klo. Auch nicht abhauen, keine Sorge. Gleich wieder da.
I'm back. Warte, hier hatte ich gedruckt. Das off jetzt auch passt. Nö. Wirklich jetzt? Denn 3D druckt man schon ein Gehäuse, ja? Denn passt das hier nicht. Nein. Vielleicht ein bisschen bearbeiten müssen mit der Pfeile oder so, mit Schleifwolken. Mal gucken. Ey, ich werde mich da ausprobieren. Kann mir schon was einfallen lassen. So! Zeig, was du kannst, der Oberst. Die Aufständischen sind alle hier. Was? Oh, liegt schon Tote. Oha. Liegt ein Messer? Nee, haben sie ihn getötet? Was? Okay. Okay. Überall Tote. Komm schon, ja. Paris. Das ja. Tut mir wirklich leid. Was passiert? Ich weiß, du hattest keine Wahl. Was denn? Hätte ich nichts gesagt, dann hätten sie niemals geglaubt, alles gefunden. Schnee von gestern. Weder ich noch du hatten hier eine Wahl, Petrovic. Ach so, wenn ihr mit dem grünen Zeug. Glück. Wir sehen uns im Zug. Vielen Dank. Guck, okay. Wie das Scope ist. Ist hier wieder ein Tisch? Die ich nutzen kann. Okay. Auch nicht schlecht. Ein bisschen Muni von dir? Cool, alle helfen mit, ja? Oh Mann. Hier ist was los. Wir wollen nicht mit mir reden. Oh, ne, erstmal noch schnell hier gucken. Okay, wo haben wir hier hingerichtet? Ja? Oh Gott, ich tue mal eine Hilfe da. Stehen Sie nicht so rum, bemannen Sie die Verteidigung! Ja. Die Tür ist wirklich. Okay, komisch. Das ist alles ultra laut. Alter! Warum ist denn das Scheiß so laut? Okay. Gut, dass im Hauptmenü noch immer noch die Schüsse zu hören. Das ist nicht schlecht gemacht. So. Das sind einfach bloß Menschen, ne? Die hier rein wollen. Oh meine. What? Oh meine Güte, was ist, geht hier ab? Was haben die gemacht? Oh ja, okay, okay, ja, ja. Geschütz ist frei. Wieder rangehen. Darf ich nicht? Die schießen gar nicht auf mich. Und dann ist mir das egal. Lass mich nicht mal rein hier. Okay. Okay, okay, machen das. Herren, die Ingenieure sind alle erledigt, aber die Sprengladungen sind platziert. Sprengladung? Erreichen und benutzen. Was verpasst? Leutnant, ich nehme den Zünder. Geben Sie mir Deckung. Wird gemacht. Hä? Jetzt ist halt wieder komplett leise, ja. Achtung, Feuerschutz für den Oberst. Nicht an Munition sparen.
Danke, danke. Oh, meine Herr, das ist alles. Oh Gott. Es ist gerade wirklich ein Krampf, die Lautstärke zu finden. Darf wirklich nicht hier mitnehmen? Wirklich jetzt? Die haben einen fucking Panzer! Nicht schlecht. Also ich muss, ich muss hier als verteidigen, okay. Verstehe. Mach euch weg hier! Gib's nicht rein! Oh shit. Shit! Wo soll denn jetzt Zünder sein? Ja, ich weiß. Ist hier Zünder? Wo ist der Zünder? Ob der wohl steckt? Wo ist er? Da ist er das? Das ist er. Sehr schön. Tschüss. Weg mit euch. Jetzt ist es so. Oha, das war anscheinend ein bisschen größere Explosion. Ah, Alter. Er hat noch aus dem überlebt. Oh. Oh. Das war eine fette Explosion. Da lebt noch einer. Nö. Leben meine Männer noch? Oh Gott. Hauptquartier, bitte kommen. Klebnikow hier. Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet. Das hier ist geil. Halten Sie sie dort auf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Okay. Verstanden. Ende und aus. Erobert. Oh shit. Ich soll nicht hin. Okay, ich dachte, ich sollte da zusammen. Diese. Was war das eben für eine Schüsse? Hä? Okay. Mal vor am Feuer vorbei, ne? Da hätte eigentlich nichts passieren dürfen. Egal, wir gehen nicht lang. Eine Ladung hat nicht gezündet. Das ist eben noch da hinten? Okay. Verstanden. Ende und aus. Oh Gott. Herr Ober, Sie haben die Luftschleuse gesprengt und kommen jetzt von der Oberfläche. Shit. Oh, das sind die Gegner! Oh, meine Güte! Ne, der ist unser Freund. Oh, meine Güte. Oh, ich muss wirklich Munition haben. Warum ist alles so laut? Geht alle down. Ihr Schuss mitgenommen. Soll ich schon irgendwie unterstützen? Ach, hier sind welche. Oh! Jetzt verstehe ich. Okay, alles in Ordnung. Ja, nimm schon Medipack bitte. Ey, kann ich durchs Feuer laufen? Das geht so nicht. Könnt ihr nicht machen? Okay. Wir gehen schon nach hinten.
Ich weiß auch nicht, ob so viele sind. Sag mich doch nicht. Halten Sie sie hier auf! Bis zum letzten Mann! Es wird keine Verstärkung geben! Entweder wir oder Sie! Oha. Okay. Ja, dann sie muss kommen. Ja, klappt nicht euer Plan, oder? Schon mal nachladen. Oh Gott, der Bock ist alle. Hätte doch ein Köpfchen gesehen, wusste ich doch. Na komm, zeigt euch. Scheiß drauf, sicher nicht so viel. Mann, wir fallen woanders hinstellen. Jetzt. Gott. Die haben alle schon einen T-Post bekommen. Die standen schon alle so, oder? Lol. Ich hab das auch so geplant. Was ist da vor allem, das ist eine komische Rakete, aber mit Leuchtraketen waren es eigentlich. Eine Leuchtfackel, so wie die so rot, orange, wie die geleuchtet haben. Orange ja nicht rot. Was? Oh shit, die haben uns überrannt. Oh oh. Gut. Oh, das war knapp. Alter, die hat mich fast auch mit Deck gedrückt. Wie bitte? Ich alles so laut. Als ob. Oh meine Fresse. Habt ihr jetzt da mit Gas kämpfen? Sind die eines der Überlebenden, oder? Von dem. Oh Gott. Oh Gott, bitte, komm zurück, Boy. Oh, er hat sich geschafft. Shit. Operation gelungen. Bauern sind alle geopfert. Was? Was? Was meinst du mit bereits weg? Was? Was ist da los? Der Boxhaut ist ein bisschen komisch. Die Evakuierung. Evakuierung? Aber du hast gerade alle umgebracht. Soldaten, Zivilisten. Es ist niemand mehr zum Evakuieren da. Ja. Das grüne Zeug reicht gerade noch aus, um die Führungsriege zu evakuieren. Alle anderen werden sterben. Das Gas was? Hatte nur ihren Todeskampf und du hast es zur gewusst, Hölle, Alter. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Als ob, Alter. Die Sounds sind ein bisschen komisch. Die Fight Sounds da. Das jetzt doch. Ich habe aber einen Fehler gemacht, dich zu verlassen. Petrov, Petrov. Die Schweine sind all und zweck. Hose Joga an die Steppe. Was? Tod? Ja. Hör zu, im Waffenschrank ist ein Raketenwerfer. Schnapp ihn dir und geh damit zur alten Kreuzung. Jag die Schweine dort in die Luft. Los! Und was machen wir jetzt? Egal. Mir reicht's. Bis dann. Was? Nein! Nein! Okay. Oh,
Oh, ich finde uns einer bestimmt. Oh ja. Das Kind. Papa, Papa. Oh, unser Sohn. Hat er sich gerade umgebracht? Warum? Ich keine Ahnung. Ja, guck zu mir. Ich war besorgt und hab mich auf die Suche nach dir gemacht. Hör zu. Ich hatte doch erklärt, wem die Wahrheit gesagt werden sollte und wem nicht. Vergiss das. Wir haben das nicht zu entscheiden. Und wenn man getäuscht wird, hat niemand etwas davon. Deshalb ist er tot. Das verstehe ich, ja. Gut. Und jetzt? Lass uns nach Hause gehen, mein Sohn. Er hat den Augen geleuchtet. Ach, boy. Gegenwart, okay. Warum stimmen wir so leise jetzt? Das werde ich kennen. Oh, da ist ein Funkgerät drin. Wird uns aber auch sehr präsentiert. Ein Wort zuvor. Oh, das war der Übergang. Gefreiter, ich bin an der Tür des Bunkers. Drin werde ich keine Funkverbindung haben. Keine Ahnung, wie lange. Wann ist das nächste Zeitfenster für den Funk? Pünktlich mittags, Herr Ober. Akku? Ist immer aufgeladen. Die Tür? Verschlossen. Und ich esse auch die Leber. Und verbrenne den Schleim. Und ich suche niemals die verschmutzte Station auf. Papa, du hast mir einen ganzen Spickzettel hier gelassen. Ich gehe gerade davon ab. Gut, mach das. Es hilft dir, an alles zu denken. Das war's, Kiefer. Beende jetzt die Funkverbindung. Verstanden, Erlis. Ende und aus. Kiefer, bitte komm. Ende. Kiefer hier. Ende. Ich hab dich lieb, mein Sohn. Und zwar sehr. Ich hab dich auch lieb, Papa. Ich möchte, dass du die Leber isst. Und zwar immer. Ende und Leber? Aus. Leber ist aber nicht so gesund, mein Junge, ne? Vater und Sohn Achievement erhalten. Okay. Ich hab da gar keine Ausführung gehabt, ob wir jetzt das ihm lassen, aber nicht. Also nicht auf uns, ne? Hat sich da wieder bedankt. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, fand ich. Ich mach die Bunkertür zu. Was passiert hier unten? Mal aufladen, die Kiste hier. Und ich konnte sie nicht upgraden. Ich brauche einen Upgrade-Tisch immer noch. Ich habe noch zwei Upgrades frei. Ich hoffe, ihr habt sie mir nicht weggenommen. Ein Upgrade sind weg. Ich habe einen anderen Tanker dran, hä? Hä? Anscheinend doch nicht. Hoppach, nehmen wir jetzt und guckt jetzt, ob das Licht mein Material, mein Shit verbraucht, aber nö. Ach, das nicht, das ist doch gut. Okay. Noch ein Schrank. Zum Materials hier, okay. Wir nehmen, was wir kriegen. Ah, ist eine Kiste auch da. Okay. Alle Schränke auf erstmal hier.
looten, was drin ist. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, jetzt würde ich gerne wissen, ob ich jetzt noch die Upgrades habe, weil ich hab einen anderen Tank halt dran. Und ich habe dieses dichte System noch nicht mehr. Ah, guck mal. Sieht auch versteckt da. Nur durch den Kopf habe ich das gesehen. Hä, du hast einen Totenschädel und dann, okay. Wenn die aus dem Loot ich hier schon übersehen habe. Die Fahrstühle sind. Okay. Was? Fahrstühle sind schon mal weg. Da steht ein Panzer unten. Was ist hier passiert? Was ist hier unten los? Shit. Was ist hier kaputt gegangen? Ist okay, ich gehe erst schnell runter. Und was ist hier? Das. Ja. Ratte? Ist hier in Schattenhänden? Nur die Ratten, alles gut. Alles gut, nur die Ratten. Oh! Was? Hä? Step doch nicht so laut, Boy! Oh. Really? Oh, wir haben Licht. Ja. Okay. Komische Geräusche kommen hier halt, ne? Was bringt es hier hinter zu gehen? Fragt man nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Vieh ist. Die Maske abnehmen? Nö. Filterzeit habe ich auch keine, auf die ich achten muss. Komisch alles. Ich krieg immer viel zu viel Loot hier. Bin voll, ne? Nö. Was? Reaktor? Etwas beschädigt, Umstand auf Reserveleitung. Mach bitte Licht an. Das ist mal nicht zum Falten. Mach Licht an. Komm schon. Shit. Ich fand es viel besser, wo es noch schön hell war. Ich habe eh nicht mein Stromdings, wo ich jetzt irgendwie an diese Sicherungskästen ran könnte und was das jetzt Licht machen würde. Also brauche ich auch gar nicht hingehen und gucken. Ich laufe wenigstens alles ab nach Loot. Ich habe hier tierisch erschrecken, wenn irgendwas passiert hier. Ja, nicht schlecht. Wieder ein bisschen Materials bekommen. Noch mehr Schränke. Hey. Alles weggelootet. Muss denn irgendwo was? Hier ist ein Lüftungsschacht, da komme ich nicht durch, okay. Hier ist noch Treibstoff, aber das bringt uns auch nicht weiter. Oh. Ein Treibstoff? Hier passt mal unser Tank rein. 1000! Oh. 1000 ist wirklich das Limit. Okay. Nochmal Schränke. Also ein ein Spind Opening Simulator, was ist es jetzt hier? Nur Mechanik habe ich gefunden, okay. Noch mehr. Gut.
Ich werde jetzt nicht mehr das Benzin mitnehmen, weil ich, den Treibstoff, weil ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich werde jetzt mal hier das anmachen. Weil ich habe ihn eh voll. Und jetzt irgendein Vieh oder sowas. Shit. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo seid ihr? Mach Licht an! Oh Gott. Weg mit euch! Ihr ekligen Ficker, was seid ihr? Sekunden? Was? Oh mein Gott! Oh. Meine Güte. 80. Weg da! Huch! So, die können nachladen. Spannt euch bitte. Oh shit, hier ist ein Vieh! Mein Druck ist verbuggt. Sehe ich gerade. Der Druck baut sich nicht ab. Sehr gut. Ich möchte da gar nicht drüber beschweren. Ich höre deine Ansage, ich meine nette Frau. Weil ich vielleicht gerade andere Probleme habe. Oh shit, es ist dunkel. Ist jetzt fertig oder was passiert jetzt? Da ist noch so ein Vieh. Oh shit, wo bist du? Oh. Shit, Alter, ich denke, du wolltest Hauptstromkreis irgendwie einschalten. Dann mach doch. Dann mach doch! Dann mach doch was und lass mich nicht hier verrecken! Shit. Wie viel sind da? Was? Nein! Lass mich hier nicht. Bin ich da komplett voll? Shit, ich hätte nicht alles nehmen sollen. Ach, jetzt haut ihr ab oder was? Jetzt hauen sie ab. Schisser. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ich habe keine Ahnung, ich habe es immer nicht verstanden. Ich wechsle mal her, was ist meine Aufgabe jetzt eigentlich hier? Mein Druck baut sich nicht mehr ab, ich verstehe das auch nicht. Mich ja an die auch gar nicht beschweren. Denn so muss ich halt nichts aufladen. Ich will ja auch nicht versuchen, die zu überladen, weil ich meine. Ich finde den Bug an sich auch nicht schlimm. Du brennst doch, du musst doch schon tot. Mein Freund. Oh, Upgrade-Tisch. Oh. Ach, so automatisches Druckluft, ich verstehe. Oh, und dein großer Behälter. Dieser umfunktionierte Feuerlöscher aus Metall enthält eine betrachtliche Menge Brennstoff. Macht den Flammenwerfer aber viel schwerer und unhandlicher. Aber es ist keine Bewegungseinschränkung oder sowas. Automatisches Druckluftsystem. Eine Automatik pumpt Luft in den Flammenwerfer, wenn der Druck zu sehr nachlässt. Die Handpuppe kann notfalls zusätzlich genutzt werden. Daraus aber halt hier bei dem, ne? Großraumdruckluftsystem passt eine besonders große Menge Luft, wodurch durchgehend gefeuert werden kann, ohne zwischendurch zu pumpen zu müssen. Ja, aber ich meine, ich finde das automatisch wirklich besser. Aber ich habe bis jetzt keine Schwierigkeiten damit gehabt. Sauber gemacht. Schick. Vielleicht soll ich nichts craften müssen. Nö, oh Gott, ne, auf gar keinen Fall. Was wollen? Das ist ein Band. Also gut, der Rekorder läuft. Erzähl uns, wie es passiert ist. Tja, wir gingen runter zur zweiten Ebene. Da war diese Halle. Ah! Ich höre gerade hier eine Kassette! Genau wie in der Ausbildung, fertig. Zuerst war alles durch. Aber sobald wir die Mitte erreichten, sprangen uns die verdammten Mutanten von
Okay. Von der verdammten Decke, von den Wänden, wo die Kabeltunnel waren, von überall. Wir waren umzingelt, bevor wir es begriffen. Pedros, der Anführer, befahl uns, zur Abwehr einen Kreis zu bilden. Wir grillten sie mit dem Flammenwerfer. Drängte sie ein Stück zurück. Daher dachten wir, es sei alles unter Kontrolle. Doch dann hörte ein verdammter Riese den Lärm und kam von irgendwo oben hereingeplatzt, bevor wir auch nur einen Finger krumm machen konnten. Ich versuche ja was zu hören! Nicht schlecht. Er hat was erlebt, der Boy. Ja, ist ja gut. Metalldetektor. Der funktioniert auch nicht mehr, würde ich sagen. War der eben hier. Huch! Noch einer! Ja, drauf! Ding muss aufheben noch. Hier war doch irgendwas. Ja. Und die. Ah, da. Medipack. Ja, Alter, ich weiß, dass der Reaktor kaputt ist. Wenn du es mir 20 Mal sagst, macht es noch nicht besser. Oh, tausch den Feuerlösch aus. Feuer! Oh, shit! Hast du das, wenn die Tür nicht aufstoßen kann? Ist das dumm. Sag mal, ich brauch kein größeres System. Weil ich sag mal, komm nicht in die Bedrohung, dass es wenig wird, ne? Klar, überladen, denke ich mal, mehr Reichweite. Irgendwie so fühlt sich zumindest an, wenn man überladen schießt. Aber, ja, komm, das ist mir relativ egal in der Situation. Muss ich halt nicht in einem Fight dann halt ständig aufpumpen. Das ist immer nervig. Zeigt euch. Ne, ich finde keinen Brennstoff mit dem jetzt eigentlich. Ja. Okay, nimm mit. Was? Oh. Weg mit dir! Oh, shit! Nein, da ist noch einer! Oh Gott. Ich hab ihn gleich gesehen gehabt. Verbrenn doch! Ja, ein Neustart macht sich besser, als der Shit kaputt ist. Das macht's halt kurz hell, aber... Ist das wirklich besser? Nein! Jetzt die Frage, wo soll ich lang? Hier ist ein Pfeil. Hier ist ein X. X ist doof, denke ich mal. Nachladen. Lode nach. Danke. Brennstoff, ne, erstmal nicht. Lass mir gucken. Oh, genau deswegen nehme ich zum Beispiel. Ich habe irgendwie jetzt hier noch einen größeren Tank gefunden. Nämlich da. Ne, wir haben Brennstoff gefunden. Oh, okay. Und einen größeren Tank. Jetzt steht hier hoffentlich gleich ein Upgrade-Tisch. Ich brauch aus Upgrades. Aber oh! Weg mit dir! Was? Du bist da rüber gesprungen? Du Ekliger! Ekliger Mutant. Was soll ich machen? Ich höre euch doch. Komm zu Papa. Da, genau da, nämlich. Huch! Ihr seid jetzt alles so dunkel hier, man sieht sich halt so schlecht. Ich hab gar kein Problem mit dem Druck.
Bei 0. 0,0. Also wenn ich das schon das automatische Pumpsystem drin lasse, dann wäre ich doof. Ja. Komischer Reaktorsicherheitsbehälter. Dann lass doch den Scheiß einfach aus, wenn er kaputt ist. Ist ja eh aus. Alter, ich scheine die Ansage abschalten hier. Die geht mir richtig auf den Zunder langsam, die Alte. Ja. Das Treibstoff-Shit zwar gesehen, aber ich wollte es, brauche es eigentlich nicht. Deswegen will ich es erstmal nicht mitnehmen. Die Tür ist verschlossen, ne? Noch mehr Treibstoff. Okay, dann kann ich den auch hinten mitnehmen. Und den einfach. Ich war echt auf Klo gehen. Aber daraus wird wohl nichts. Okay. Jo, ist das nicht unbedingt besser? Oder ein bisschen? Was ist hier? Oh, shit. Oh, shit! Oh! Oh shit! Ne Medipack Boy! Ja, ich seh dich! Schieß! Was? Da ist so ein neuer Dicker! Oh meine Güte. Muss kurz nachladen, Dicker, warte kurz. Freundchen. Ich muss kurz ein bisschen Feuer rausdrücken hier. Für dich. Wo ist er hin? Shit, ich sehe ihn nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Das kann nicht sein. Könnt ihr nicht machen mit mir. Wirklich jetzt? Jetzt eure Taktik? Mich blind machen und dann einfach den Boss verschwinden lassen? Lass schon nach. Schnell, habe ich gesagt. Shit, Alter. Das ist er wieder. Oh! Meine Güte. Für was brauche ich ein Druckluftsystem? Das frage ich mich auch. Nein! Was? Noch einer? War nicht der erste schon down nimmt? Oh, meine Güte. Oh, halt dich, Foodfest. Was ist das für ein Vieh? Lass doch den Flammenwerfer nicht da oben. Oh, meine Güte. Der gute Flammenwerfer. Was mache ich jetzt? Ich hab so viel Money. Ich hab dich heute ein Medipack mitgenommen. Der ganze Loot! Oh nein, der ganze Loot! Oh Gott. Ausweichmeister! Ich bin halt, war jetzt nicht unbedingt der Ausweichmeister, ne? Ich habe jetzt gar nichts mehr, ne? An Loot. Also nicht an Loot, aber an Equip, ne? Wie von den Dicken gibt es denn? Alter. Meine Güte. War jetzt nicht raus, das Öffnungsschacht, das wäre cool. Hast du keine Waffe mit? Du hast wirklich gar nichts mit.
Oh, shit. Was müssen wir machen? Wir kriegen jetzt hier vorne auf, dass nichts passiert. Sehr gut. Wir gucken uns ja auch nicht hier auf Klo. Ihr könnt euch die angucken. Gleich. Oh, sie sind weg. Warum nicht? Ja, aber ich streame erst 2 Stunden, das kommt mir schon viel länger vor. Ah ja. Nein. Ja, Viertel ist angefangen. Sagen wir die Zeit bei Twitch stimmt auch nicht ganz. Noch 2:09. Oh oh, nicht runter da. Die großen Viecher! Und sei schön leise! Das war auf jeden Fall nicht leise. Oh meine Güte. Da werde ich irgendwas raushauen bestimmt. Das sind doch die Bilder, die ich haben möchte, oder? Karten. Das ist, oh shit, das ist leer. Wie kommt da bitte hier was drin? Oh ja. Und was? Shit! Oh, ich hasse das. Oh, oh. Die Strahlung. Ich bräuchte was zu dem Strahlenschutzstoff. Ja, komm. Warte. Kann das sein? Gib dir. Einfach stell den Shit. Das ist das, was wir haben wollen. Garantiert. Hier hält sich ohne Grund fest. Ja, das ist was drin. Ja. Das war's. Ja, ich hab sie gefunden. Okay, warum hast du das grüne Zeug nicht gegeben? Brauchst du es wirklich dringend, Boy? Der Oberst. Oh Gott. Da sehe ich schon mal einen. Muss ich schön stealth-mäßig mich hier durchkämpfen. Ich kann mich nicht unter verstecken. Okay, schade. Ich bin einfach so mal durchzulaufen jetzt hier, ne? Ich glaube, ich kann mir nur nichts verstecken. Welche taktischen Möglichkeiten habe ich ja nicht, weil ich hab, kann ja nichts machen, außer laufen. Das liegt oben aus dem Mutant wieder. Oh, Hit, Alter, der war nicht dran, ne? Gott, move doch! Move doch! Oh, move doch! Move doch ein bisschen schneller!
Oh meine Fresse, ich will gar nicht hingucken. Lauf doch noch langsamer. Geh, hast doch diesen Scheiß mit. Gib mir den doch einfach den grünen Shit. Alter. Willst du mich triggern hier? Das kann nicht dein Ernst sein. Du kippst sie fast um. Ja, nee, also das jetzt, also ne, das zähle ich lieber für andere. Das ist jetzt, also ne. Wenn du drauf gehst, hat bringt es uns gar nichts. Dann hat es überhaupt nichts gebracht. Hat keiner die Informations. Was? Hä? Ach, jetzt kannst du stehen? Warum kippen die um? Was ist da los? Ah, was ist da los? Beweg dich, Oberst! Gibt's jetzt eigentlich diesen Shit, ey? Ja! Mann! Wirklich! Mach das Tor zu! Das ist auf jeden Fall ein massives Tor. Nein! 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 Shit! Das hässliche Vieh, ey. Kirill, ich komme zurück. Ich muss mich nur ein kleines bisschen ausruhen. Mach nicht die Augen zu. So erschöpft. Mach nicht die Augen zu. Mach nicht die Augen zu. Was mit uns? In uns ist noch einer. Aber wahrscheinlich nicht, wir sind im Bunker da suchen. Was geht weiter irgendwie? Es gibt öffentliches Tor. Es ist hell draußen. Er ist bewaffnet. Ein Flammenwerfer. Gefunden und ruh dich aus. Ich muss auch etwas verschnaufen. Junge, diese Stahldinger scheuern gewaltig. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht so lange bleibe. Dein Sohn hat mich hierher geschickt. Hat mir genau gesagt, wo ich nachsehen soll. Ein harter Bursche, dein Kirill. Ja, ich sehe, wie er sich bemüht. Kinder. Es dreht sich doch immer um sie. Ich bin wegen meiner Tochter hier. Sie ist klug, stark, freundlich. Aber ich bin einen anderen Oberst, jetzt verstehe ich das. Sagen, wie stolz ich auf sie bin. Und wie sehr ich sie liebe, aber ich versuche ein Vater zu sein. War aber immer nur ein Oberst. Würde ich meine Zuneigung zeigen, würde ich auch Verwundbarkeit zeigen. Nicht nur vor ihr, sondern auch vor ihrem Ehemann. Anfangs dachte ich sogar, dass dieser Junge in Ordnung ist. Doch er war völlig von der Wahrheit besessen und das machte mich rasend. Er riskierte ständig sein Leben, während ihm die Liebe der besten Frau der Welt zuteil wurde. Ach. Vernünftige Leute wollen normale Dinge. Eine ordentliche Brühe, ein warmes Zuhause, gesunde Kinder. Aber er wollte die Wahrheit. Lass mich einen Blick auf die Karten werfen. Aber ich lebe doch gar nicht mehr, oder? Ich war sauer. Noch einfach darf ich einen genaueren Blick auf die Welt und einfach schon längst tot.
insbesondere als ich deine Geschichte hörte. In dir habe ich mich selbst gesehen, mein Freund. Wir haben beide der großen Lüge gedient, weil wir glaubten, dass es notwendig sei. Und ohne ihn hätte mich dasselbe Ende ereilt wie dich. Aber jetzt endlich hat mein Leben mal einen echten Sinn. Und das alles. Wir sind eingeschlafen. Könnten nicht mal unseren Sohn helfen. Ich denke, du verstehst das. Ja. Vielen Dank für die Karte. Ich glaube nicht, dass das alles umsonst war. Du hast uns alle gerettet. Und Kirill? Ich werde ihm diese Uhr geben und dafür sorgen, dass er dieses Höllenloch verlassen kann. Darauf gebe ich dir mein Wort. Nun, es wird Zeit. Lebe wohl, Oberst Klebnikov. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Artyom, bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Er hat sich aufgespart und wollte unser wahrer Oberst werden. Der zweite Oberst oder sowas, Colonel. Aha, aber ich muss sagen, wir schaffen es immer wieder, ne? Ein trauriges Ende zu machen. Also wirklich, also das war halt. Oh. Nicht schlecht, ne? Also die komischen Sprünge, das war alles so okay. Die Baddings war auch ein bisschen sehr komisch. Ich konnte teilweise diese Fights konnte ich halt nur ein bisschen mehr als ein Magazin mitnehmen. Das war halt so ein bisschen okay. 60 Schuss passen rein. Darf 90 insgesamt haben, also 30 darf ich noch mit haben. Das ist immer so okay. Überall liegt Money unbegrenzt, aber ich kann nichts mitnehmen. Das war ein bisschen komisch. Ich bin die Flammenwerfer-Passagen, ja, war ich ja voll. So oft, das war irgendwie sehr. War nicht so das Metro-Feeling mit der Munition. Das war alles so viel zu viel da, ne? Aber ich muss sagen, jetzt die letzte Passage da durch den Bunker und so. War schon nicht schlecht mit den Mutanten. Leider ist ein bisschen Cancer, hat man heute mitgekriegt, ne? Und dann hat auch die, ich weiß nicht, das baut sich so langsam auf und dann, also es wird nicht viel, es wird halt nichts gesagt, dass wir jetzt lost sind, aber man einfach durch den Lauf der Story, ja? Wir brauchen das grüne Zeug, dieses Strahlenschutz. Man sieht, es geht dem Charakter schon richtig schlecht, ja? Und der Strahlenschutz ist wahrscheinlich das Einzige, was ihn wirklich noch weiterbringen würde. Und dann fällt uns aus der Hand und ist kaputt. Wir setzen uns bloß hin, kurz die Augen zu schließen und machen sie nie wieder auf. Ja. Das war an sich. Doch, das war schon, hat sich so ein Stück, ich weiß nicht, so, wenn ich einen traurigen Film gucke, wenn der stirbt, ist man so, ja, ist okay. Hm. Und am anderen Spiel, wenn er stirbt, ist so, ja, ist der, ja, okay. Hm. Wie ein Sniper, der so, hä, wer ist das jetzt? Okay, die ist tot, okay, hm, keine Ahnung, ja. Aber hier, ich weiß nicht. Ich habe nicht alle Storyteile verstanden, richtig, was sie von mir wollten, aber trotzdem beruhigt mich das, was passiert ist, schon wirklich schon sehr stark. Erstaunlich auch selber, ja. Hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, wie lang sind bitte diese Credits für diesen DLC halt, oder zeigen die gesamten Games jetzt nochmal. Ich sag mal, hätte ich das gespielt, ohne die Story durchgespielt zu haben, hätte ich das nicht verstanden. Also noch weniger. Ja. Und im Endeffekt ist ja, haben wir ja jetzt ist rausgekriegt, wie der Oberst die Karten gefunden hat, weil wir die da hingebracht haben. Hätten sie sich auch zu unserem Sohn gebracht, haben es aber da nicht geschafft. Das ist erweitert so ein bisschen die Story noch, ne? Sein Vater ist nicht zurückgekommen von dem Sohn, den wir gefunden hatten. Er ist weg und weiß nicht, wo er ist.
Wir spielen im DLC den Vater, ne? Und wir wissen doch, warum ist. Was passiert ist. Warum? Und im Endeffekt aber alles noch eigentlich ein gutes Ende, würde ich sagen. Ja, nicht gut, nicht auf jeden Fall nicht gut für alle, ne? Immer die Hauptstory dann geht auch nicht viel besser aus. Also noch schlimmer eher, würde ich sagen, ja. Ich bin mal gespannt, wie der zweite DLC halt, wie der verlaufen wird. Ob der genauso von der Tragik sein wird, ob ich so berühren wird oder nicht. Das würde mich überraschen lassen, ne? Aber ich würde sagen, den spielen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben jetzt den gespielt, 2,5 Stunden. Er war nicht schlecht. Wie gesagt, ne? Die Balance halt bloß ein bisschen komisch, das war. Ja, es war halt viel gelaufen. Durch Zugehören und so hat man es halt, das hätte man auch in 2 Stunden oder weniger durchspielen können. Aber ich habe halt viel zugehört, habe mir noch Gespräche angehört, hier oben ein Kippchen geraucht und Tee getrunken und so. Ja, weil ich halt natürlich auch die ganzen Spiele halt erleben möchte, ja. Wenn ich dafür bezahle, möchte ich auch so viel sehen, wie ich dafür bekommen kann, ja. Ach, guck mal, lizenzierte Musik. Mal gut zu wissen, wahrscheinlich kriegt er gleich einen Copyright Strike. Ein Copyright Claim eher für YouTube dafür. Für das Outro. Obwohl, die Musik ist relativ leise, sehe ich gerade. Bei mir ist die schon laut. Aber bei euch ist die ganz leise im Hintergrund. Ganz leise. Ich will jetzt euch lauter machen, ja. Das lohnt sich nicht. Ich hätte wirklich noch einen Claim darauf, dass wieder irgendwelche Werbung drauf geschalten wird. Ach, das ist egal. Nee. Stellt euch einfach traurige, langsame Klaviermusik vor. Dann habt ihr eigentlich schon das, was alles hier was jetzt läuft, ne? Wenn das nicht richtig hört. Nee, Mann, das Ausschlag ist so klein, das hört man nicht. Ja. Das erste Lied schon zu Ende, das zweite fängt an, aber die Sache ist halt einfach. Sind doch niemals so die Credits von dem DLC-Inhalt. Exodus, was habt ihr veranstaltet hier? Genau, so viele Leute bei dem DLC-Content-Mitte. Ich habe 2,5 Stunden Spielzeit, ja. Und ihr habt da so viele Leute für gebraucht. Meine Grafisch war wirklich schon nicht schlecht, ja. Waren wirklich nicht schlecht. Ich meine, Passagen waren okay mit diesem. Mit diesem Wurm da zum Beispiel, das war auch nicht schlecht. Ich wollte noch diese, ach stimmt, was mir noch einfällt, diese Click-Events, ne? Wie heißt das, Click-Events? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, wo man halt eh smashen musste, ja? Das war total komisch. Man smasht eh, es wird so kreislangsam voll. Er wird aber nie ganz voll. Und beim ersten Mal, wenn ich es geschafft habe, war der Kreis aber voller als beim zweiten Versuch, wo der Kreis war nicht so voll. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Und der Kreis war komplett unaussagekräftig, ja? Ich habe keine Ahnung, was der da war. Einfach halt useless, weil er hat seine Funktion nicht erfüllt. Ne? Ich hätte verstanden, wenn er voll ist, dass ich ihn voll schaffen muss, aber nö. Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich noch erzählen. Ich kriege gar kein Material mehr rein, was ich erzählen soll. Wie lange kann man denn diese Credits machen, das kann nicht sein. Also, ist aber die Minecraft-Credits, ja. Die waren schon wirklich, die waren wirklich, 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 wirklich lang, ja. Und die hier gehen auch in die Richtung von sehr lang, ja. Ich muss unbedingt den Bart rasieren, oh Gott. Und sie ist auf der Facecam nicht so neu, ja. Aber der ist schon wirklich lang. Also, der ist, ich bin mal zu faul, bleib bloß. Der kommt ab. Heute noch. Ja, ich bin ja relativ früh fertig mit dem Stream. Ich plane immer dazu für die Samstag-Sonntag-Streams immer so 5 Stunden. Samstag-Sonntags 5 Stunden ist schwierig. Obwohl, es geht auch noch bis 20 Uhr, ja. Und da wir heute schon noch 2,5 Stunden fertig sind, habe ich ja noch genug Zeit. Genau. Und es scheint jetzt doch zu Ende zu sein. Von den Credits. Ich meine, das Lied ist jetzt auch zu Ende. Das war diesmal Gitarrenmusik. Nein, es kommt das nächste Lied. Aber. Hä? Jetzt aber wirklich. Ihr könnt mir doch nicht erzählen. Ja. Dass jetzt so viele Leute damit machen. Oder haben sie jetzt 10, hat jetzt jeder
von den ganzen Leichen, die da lagen und von den Bewohnern der Metro. Jeder ein anderer modelliert, also jeder hat, jeder ich trage das jetzt, dass jeder von den Charakteren jemand anders modelliert hat, dann würde ich es vielleicht verstehen, ja, aber das wäre nicht ermöglichen, glaube ich. Aber Brand Assistant und so ein Shit alles kommt jetzt hier drin. Sagen, im Endeffekt kaufe ich mir den, habe ich den, finde ich den DLC halt definitiv besser und mit mehr Herzblut gemacht als den von Sniper Elite 4, ja. Weil du hast hier eine deutsche Synchro, du hast eine relativ bewegende Story eigentlich noch, die Main Storyline erweitert. Ja, wie gesagt, das Bedingungs ist mal ein bisschen shit, aber ansonsten vom Gameplay-Technischen war das schon nicht schlecht. Mehr gibt es hier zu kritisieren, bei Langston halt, ne? Hab ich ja schon gesagt, ich wiederhole mich halt, aber was soll ich sagen? Diesem riesenlangen Outro. Credits. Ich glaube, wir zocken schon fast 10 Minuten locker. Ey. Ich mach's hier immer so leer. Um so ein bisschen Zusammenfassung zum Spiel zu finden, aber irgendwie ist es halt. Ich kann mir nicht von 2,5 Stunden DLC-Erweiterung nicht so viel aus der Finger sagen, dass ich da 20 Minuten drüber erzählen kann. Tut mir leid, ja. Vor allem nicht ohne Vorbereitung, ja. Aber kann man also so nicht sagen, ich gehe es ja gerade im Kopf nochmal durch, alles, und das war halt. Ich halt nicht wirklich hier Gameplay-Passagen, da bist du rumgelaufen, mit dem, mit, also viel gucke, mit denen reden. Bla, und es war halt nicht viel Shooter-Elemente drin, ne? War ich das halt. Hat sich halt viel am Metro abgespielt und viel mit Zwischensequenzen. Ich gehe jetzt erst so durch. Das ist das Two Captures. Ich habe keine Ahnung. Das, nicht Sam Stories. Ich weiß nicht. Wieso das heißt das auf Deutsch? Ich hab's noch nicht raus, ja? Herzlich willkommen, Old Snake 333. Herzlich willkommen, Stream, ja? Ich weiß nicht, Ah ja, es ist sehr linear. Ja, ne, es ist halt wenig Spiel. Ich fand das Balancing war auch ein bisschen komisch. Man hat so viel Funktion für den Flammenwerfer gefunden. Und halt sehr wenig für die. Also sehr wenig konnte, hatte ich viel auf jeden Fall für die Sturmgewehr. Das war halt so, ja, 90 Schuss mehr gibt's nicht. Hat aber keinen Sinn gemacht, weil warum kann ich bis 90 Schuss aufnehmen? Ich musste noch im Nachhinein immer schon wieder Munition graben. Ja, das stimmt. Erinnert mich an die alten Metro-Spiele. Wann ist das? Geht aber Facecam gerade ab. Die Facecam hört gerade nicht. Ja, jetzt geht's wieder. Fandest du wirklich? Also. Ja, doch, stimmt. Das ist halt dann wirklich. Ja, so vom Stil schon mal ist in der Metro, man redet mit allen und so. Ja, stimmt, wenn jetzt noch ein paar Hände da gewesen wären und so, dann wäre das schon. Was? Packen sie jetzt ihre AGBs jetzt hier rein in den Endscreen oder was? Dann wäre das wirklich schon so wie ein altes Metro-Spiel gewesen, ja. Sam's DLC ist umfangreicher, ich bin gerade dabei, es zu spielen. Hast wieder Open Map. Das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Und da freue ich mich doch schon drauf, wenn ich das spiele. Und das werde ich dann, denke ich mal, morgen um 17:30 streamen. Ich habe das jetzt durch. War nicht schlecht. Ich sag mal, ich habe jetzt über den Season Pass gekauft. Den Season Pass habe ich auch irgendwo auf einer Key-Plattform gekauft. Also von daher. War nicht allzu teuer. Ich fand, es war nicht schlecht, ja. Vor allem, das Spiel schon ein bisschen länger raus ist. Ich habe den ja erst vor kurzem gekauft. Weil ich das halt noch spielen wollte, die Erweiterung. So. Ich freue mich aufs zweite DLC. Ich bezweifle, dass ich es dann in einem Stream durchkriege, aber warum nicht, ne? Welches Ende hattest du beim Hauptspiel? Es gibt mehrere Enden im Hauptspiel? What? Wirklich? Ich bin gestorben. Und ihr Vater ist auch gestorben, also waren beide tot. Ich fand, es war sehr traurig. Weil es hat einfach gar keiner überlebt und seine Frau ist alleine, ja. Absolut Lust, aber es gibt mehrere Enden. Metro hat ein Karma-System. Echt Ende. Es gibt doch ein gutes Ende. Karma? Habe ich denn. Ich war aber nie arschig zu den Leuten. So, gab es Szenen, wo ich hätte arschig sein können zu den Leuten? Also gemein? Hätte ich nicht. Ich habe aber nicht geholfen, wo ich konnte, denke ich mal.
Glaube ich. Eigentlich schon. Habe ich da ein Bild? Okay. Aber. What? War ich denn so gemein? Im Metro gab es schon immer ein Kammersystem. Aber das hat sich auf das Ende ausgewirkt, weil ich fand das Ende wirklich traurig. Aber ich dachte so, was? Jetzt habe ich das alles gespielt und es sind beide tot? Und unsere Frau ist alleine und hat keinen Vater mehr, hat keinen Mann mehr und ist hochschwanger. Lost. Hat wenigstens dieses Medikament bekommen. Aber das fand ich schon. Also, was habe ich denn bitte falsch gemacht? Gab es denn so große Abschnitte, wo man hätte anders verhalten können? Was ist jetzt mit dem. Ist egal, das Bild bleibt einfach da jetzt. Ist gut zum Quatschen. Du musst im Wesentlichen alle Teamaufgaben erledigen, Sklaven befreien und Leute umboxen, die für die Messer töten. Sklaven befreien? Wo konnte man einen Sklaven befreien? Ja, und die Ergebenen, glaube ich, die habe ich damit was in denen gemacht. Ich habe sie auch gekillt. Doch, ich habe sie alle gekillt. Weil ich hatte das, glaube ich, teilweise, dass sie einfach wieder aufgestanden sind. Ja, wenn ich wieder kam, ist gut und mich dann gekillt, killen wollten. Das, dann habe ich gedacht, dann kill ich sie. Bevor sie mich denn, wenn ich in das Gebiet zurückgehe, weil ich noch Loot suche oder so, mich dann wieder hätten. Ich weiß, es ist clear, kann einfach durchrennen, Loot ansammeln und so. Aber dass sie das aufs Ende auswirken, hätte ich gedacht, natürlich nicht gemacht. Der Wüste. Gibt es einen Tanker? Gibt es Sklaven? Ach, ich glaube, doch. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie ja nicht befreit. Ich habe das halt, hat sich halt auch so lange hingezogen, das Durchspielen. Ich hatte so eine große Pause in der Storyline drin, weil ich halt lange Zeit lang nicht weitergespielt habe. Aber doch, da gab es diese Wüste, wo man mit dem Auto rumfahren konnte. Ja, stimmt, da gab es noch so ein Slavenschiff, wo die alle unten dann so Steine abgebaut haben und sowas. Und das doch. Aber ich hab's gewusst. Ja, mal so, ich werde es wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal durchspielen, das denke ich nicht, ja. Was passiert am guten Ende? Oder im ersten Gebiet, zu Punkte. Aber das sagt dir halt auch keiner, ne? Wenn irgendwie dann so, ja, wie bei Fallout, wenn da stehen würde, dass es deinem leider nicht gefallen hat, was du gemacht hast, okay, dann weiß ich fürs nächste Mal, ich steck die Waffen weg. Aber ich glaube, ich habe die Waffen weggesteckt. Doch, klar. Ich habe die Waffen weggesteckt meistens. Da waren sie auch lieb, da waren sie auch nicht pisst und so, haben mit dir geredet. Wenn es funktioniert hat, dann. Weil doch gegen Technologie sind. Stimmt. Doch. Ein oder zwei habe ich das gemacht, weil ich nicht wusste, und dann haben sie auch was gesagt, ja, mit den Taschenlampen und so. Dann habe ich es auch eigentlich gemacht, glaube ich. Okay, das fällt mir so langsam die ganze Storyline ein. Die hat sich ja ewig gezogen. What? Das habe ich schon alles vergessen, weil einfach. Ja. Wirklich, das finde ich, weil es ja, aber es ist natürlich, es ist ein totes Spiel. Ist auch egal. Ja, das ist, jetzt ist es eh zu spät, ja. Die sagen, die das, wenn bin kurz oh. Ah, okay. Ich glaube, mein Spiel ist halt wirklich down. Ja. Auch nicht schlecht. Na, war ein schönes Bild zum Besuch. Und was ist so ziemlich halt, was passiert jetzt im guten Ende? Was, also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich hier zwei Enden, das gute und schlechte Ende. Und ich sag mal, ich gebe mir vorstellen, dass wir überleben. Holst du natürlich auch mein Vater? Oder ist er nicht mein Vater? Ist ja der mein Schwiegervater? Ich hab den letzten Mal schon Schwiegervater genannt. Ich glaube, ist es mein Schwiegervater denn? Doch. Eigentlich schon, ne? Also Müller stirbt. So oder so. Aber ein Typ überlebt. Heißt also, unsere hochschwangere Frau hat wenigstens doch ihren Mann, aber ihren Vater nicht. Na ja, gut. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass ich das wirklich über das Karma, wie ich mich im Spiel verhalte, darüber entscheidet, wie die Storyline endet. Also das ist nicht schlecht gemacht, ja. Ich sag mal, weißt du, wie das ist? Jetzt in der jetzigen Etappe, in der DLC gab es ja auch die Möglichkeit,
eine Entscheidung zu treffen, dem Typen seinen ganzen Strahlenschutzstoff abzunehmen oder ihm noch seine letzten kleinen Vorräte zu lassen, damit er seine Tochter versorgen kann und überleben kann. Und ich habe mich dafür entschieden, ihm zu helfen und ihm die Vorräte zu lassen, die letzten Reste. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sich groß ausgewirkt hat auf die Storyline. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ja, du solltest noch diesen Stoff zusammentreiben, dann hattest du die Auswahl, entweder zu sagen, ey, die sollen sich jetzt abhauen, jetzt sollen nicht mehr weitersuchen, die hätten nicht was gefunden gehabt, oder sie sollen weitersuchen. Ich habe mich dafür entschieden, dass sie los weg sollen und nicht mehr weitersuchen sollen. Obwohl ich es letztens das gespielt habe. Ja doch, da gab es die Einschränkung. Ich weiß nicht, ob das Pflicht ist oder ob ich es einfach durchlaufen gekriegt habe, aber ich glaube, es ist Pflicht gewesen, diese Entscheidung. Muss ja. Aber es hat sich ja auch nicht groß drauf ausgewirkt. Ich muss im späteren Verlauf dann einfach bloß nochmal bedanken dafür, dass ich ihm noch was gelassen habe und so. Vielleicht hat er mich auch einfach ein bisschen beleidigt, weil ich ihm alles weggenommen habe. Also ich habe keine Ahnung, was denn passiert wäre. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, der Opa. Nee, Eisenbahnteil. Genau. Ich hab ihm alles weggenommen. Was? Du hast ihm alles weggenommen? Ich meine, er hat uns ja geholfen. Anscheinend kannten wir ihn ja. Er hat uns ja auch dann erst in die Metro reingebracht mit dem Wagen und so. Ich sag mal, da die Kinder ja mehr von dem Strahlenschutzstoff brauchen und seine Tochter krank war, ich dachte, naja, dann, ne? Warum nicht? Und wenn die Möglichkeit besteht, dass wir ihm helfen können, ein bisschen. Und im Endeffekt hat sich auch gezeigt, dass es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht hätte, weil die einfach bloß den ganzen Strahlenschutzstoff gebunkert hatten für die Führungsebene, wie sie es genannt hatten. Also, das hätte jetzt nicht mehr Zivilisten gerettet. Der Obermacker hat ja alle da kalt gemacht gehabt. Natürlich, ein guter Punkt von dir. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, gut, ne? Du wolltest einfach, ja, ist egal, gib einfach her. Weiß nicht, was hat er dann irgendwie dann sich gewehrt oder so? Oder was hat er da gemacht? Habe ich da so ein bisschen mitnehmen lassen, so emotional. Auch jetzt bei dem Ende eben. Ich meine, wir sind einfach dann gestorben und dann. Das ist. Ich muss sagen, das Ende war wirklich traurig wieder. Also nicht so traurig wie das schlechte Ende, was ich erleben durfte. Leider. Dass wir Artyom mitgestorben ist. Aber ich muss sagen, die Enden waren bis jetzt sehr, sehr emotional. Im Vergleich zu anderen Spielen, so einem Resident Evil. Half-Life Alyx. Okay, das Half-Life Alyx war auch nicht schlecht. Aber so ein Sniper, die viel guter gerade. Das Ende war eh shit, aber das ist eine andere Sache. Im Hauptspiel sagt ja der junge Vater wäre seit einem Monat. Genau. Weiß nicht, wo er ist irgendwie, ne? Und dass er auf die Funksprüche nicht reagiert, genau, und dann schließt sich die Storyline so ein bisschen. Das fand ich ja das Coole, dass du halt so von der Hauptstoryline nochmal so einen Nebenpfad von diesem Oberst kennenlernst, ja, und einfach seinen Lebenslauf sozusagen durchlebst ein bisschen, seine Entscheidung triffst und auch dann wirklich mitkriegst, wie denn unser Oberst, also unser Schwiegervater, jetzt ist es kompliziert, die Karte findet, die wir gerettet haben aus diesem Teil, von diesem dicken Affen und wie aber dafür dann halt dann leider draufgegangen sind, weil wir halt unseren Strahlenschutzstoff einlassen haben, weil so ein fetter Affe dann nochmal nach uns gegriffen hatte. Also war schon ein schlechtes Ende. Es bleibt eigentlich offen, ob er überlebt. Nee. Also man setzt sich auf den Stuhl und sagt kurz, oh, ich muss kurz Pause machen, ich bin so schwach und dann das Bild langsam so dunkel und dann geht irgendwann das Tor wieder auf und dann kommt der Oberst rein, der Schwiegervater und dann redet er mit uns so und dann schwankt irgendwann die Kamera um und man sieht halt uns, wie wir leblos auf dem Stuhl drauf sitzen und er dann auch sagt, Ruhe in Frieden zum Ende. Also wir sind definitiv dann auch halt tot. Leider. Ja, man kann den Bücher nachlesen. Ja, die Bücher lese ich immer nicht, weil ich tue mir schon schwer, den Chat fehlerfrei zu lesen. Ja, und dann ist Bücher vorlesen im Stream halt ein Krampf. Wirklich ein Krampf. Ich sammle sie ein, ja, weil sie da sind, weil ich sie sehe, sammle ich sie ein, aber ich lese es nicht. Die Bänder habe ich mir an, weil sie vorgelesen werden, auf jeden Fall, aber den Rest ist mir einfach zu auf. Wenn ich das zieht sich dann ewig, weil ich habe wirklich Probleme mit Lesen. Das ist
Diese Rechtschreibschwäche ein bisschen schwierig immer. Gut gemacht? Wegen was gut gemacht? Die Waffe von Miller war auf 2 Gold wert. Waffe von Miller? Was verpasst? Miller? Das war doch der, den wir jetzt in dem DLC gespielt haben, oder? Oder bringe ich irgendwas durcheinander? Okay. Habe ich schon. Ja, anscheinend schon. Anscheinend hat mir schon das gleiche Ende. Also trifft sich über, hat keine Auswirkung auf die Entscheidung. Warum das wäre es jetzt, wir helfen dem Typen, ja, und dafür müssen wir dann sterben. Das wäre sehr gerecht, ja. Die Luftpumpe. Aber mit den Metallkugeln da, ne? Warte, ich wechsle da was. Vom Hauptspiel, ja genau. Vom Hauptspiel haben wir diese Waffe mit Stahlkugeln gefunden, die sie schießt. Ich weiß gar nicht, von wem die war. Abkürzlich, alles erst gespielt. Ach so, okay. Ja, also jetzt, ich hab mir das ja vorbestellt, das Spiel. Intro Exodus. Keine Ahnung, 60, 65 Euro oder so. Habt ihr es dann auch so als Steam-Version halt vorbestellt gehabt? Und dann irgendwie eine Woche vor Release haben dann, ja, nee, Epic Games Only, ne? Ich dachte, okay, komisch. Aber auf Steam haben sie dann auch ein Statement geschrieben gehabt und so. Also ich hab's zum Glück noch auf Steam. Ich krieg auch noch Updates auf Steam und die DLCs und so, aber ich glaube, gibt es mittlerweile auf Steam wieder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall darf ich es zum Glück auf Steam spielen, weil ich mag Epic nicht. Ich weiß gar nicht, ob es nochmal noch auf Steam verkäuflich ist. Also es war ja zum Anfang exklusiv, oder vielleicht haben es jetzt auch was plus für die ersten 6 Monate exklusiv oder so. Ich hatte schon und ich hätte es für 1 Euro bei Steam bekommen können. War aber eine Woche zu spät, dann hat es eine Rüssel gekostet. Es war eine exklusiv. Ach so, okay. Okay. Gut, macht Sinn. Macht Sinn auf jeden Fall. Ja, aber ich hab's auf Steam direkt. War auch besser so. Ich find extra Launcher nochmal für Metro. Nee, das ist voll doof. So wie es auf Steam jetzt, kriegt man Achievements auf Steam, ich sehe es in der Bibliothek, muss mich nicht ummelden, extra Launcher, bla, das ist immer so. Nö. So geht's so. Es gibt die ersten 2 Monate, 2 Monate noch so auf Steam. Ach so, okay. Dann hast du es wahrscheinlich gleich gekauft sind auf Steam. Ja, stimmt, ist halt so alt, ist es noch gar nicht. Jetzt haben wir ja. Wann ist es jetzt rausgekommen? Letztes Jahr irgendwann, oder? Letztes, vorletztes? Keine Ahnung. Gut, ich weiß es nicht mehr. Aber wirklich, das Spiel ist crashed. Auch nicht schlecht. Ich sag mal, ihr habt jetzt ein schönes Bild vom Metro noch und so, ja. Aber ich habe bloß ein schwarzes Bild und sehe jetzt meine Taskleiste und so ein Shit. Und Wetterbericht sehe ich. Okay, ja. 14 Grad sonst sein. Okay. Ja. Dann haben wir doch ein bisschen zu spät gekommen bei den Credits erst, ja. Aber wir konnten doch eine ganze Menge jetzt klären, was für mich auch wirklich interessant war. Jetzt zum Beispiel mit den beiden Storyline-Enden, das hätte ich nie gewusst. Hätte ich niemals, nie hätte ich mitgekriegt, dass es noch ein zweites Ende gibt, ein gutes Ende. Wenn du es mir nicht gesagt hättest. Jetzt wissen wir auch, dass das, der Einfluss hat die Entscheidung so groß auf das Ende, also gar keinen Einfluss auf das Ende hat in dem DLC jetzt und das zweite DLC, Sam's Story, kann ich mir jetzt auch schon drauf freuen auf wieder eine Open World und das wird bestimmt interessant, denke ich mal. Das wird bestimmt auch 1-2 Streams sich bestimmt ziehen, wenn du meinst, es geht länger. Meine, sonst streame ich auch so 2-2,5 Stunden dann. Ja. Also wenn du morgen dabei sein möchtest, ne, 17:30 Uhr, wenn ich wieder live, wenn alles klappt, guck mal, aber ich versuche pünktlich zu sein, 17:30 Uhr. Warte mal, heute ist Sonntag, ja. Denn Montag, 17:30 Uhr, genau. Montag, Mittwoch, Freitag. 17:30 Uhr. Oha. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Follow. OldSnake333, ja. Jetzt wirst du irgendwann noch benachrichtigt, wenn du auf den Locker gedrückt hast, wenn ich morgen live bin. Dann können wir vielleicht zusammenspielen. Also zusammenspielen. Du kannst zugucken oder bla oder Tipps geben oder so. Ich hoffe, da kann ich mich bemühen und zeigen, dass ich doch nicht so der Oberarsch bin und alle töte, die sich ergeben, ja.
Das war wirklich nicht mit Absicht. Wie gesagt, ich hatte das halt, dass sie mich einfach halt gehittet hatten. Also angegriffen haben wieder, wenn ich weiter weg war von denen wieder. Und das hat natürlich so halt, ne? Bevor sie mir dann irgendwann wieder in den Rücken fallen, wenn ich dann wieder mal ins Gebiet gehe. Ah ja. Gut. Ich würde sagen, mal Schluss für heute, ne? Habt ihr noch einen schönen Abend? Spielt von mir aus, ganz einfach von mir aus mit ihrer Exodus oder so weiterspielen oder so. Ja, ich werde mir noch was zu essen machen. Oh, warte. Jetzt erstmal die Nachricht noch lesen. Bevor ich mich verabschiede hier. Also ich spiele das 3DLC schon länger als 2 Stunden und das ist abzusehen, dass es noch länger durch bin. Gut. Bis dann. Auf jeden Fall. Denn ich habe, ja, wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag ab 17:30 Uhr, Samstag, Sonntag ab 15 Uhr. Ja, also wenn was länger dort spielen wir, die ganze Woche das, ja. Bis wir es durchhören. Machen wir. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du Montag wieder dabei bist, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hab noch einen wunderschönen Abend und ja. Keine Ahnung. Ich will für einen wirklich nichts Gutes sein. Schade. Bis Montag. So, Baby. Ja. Immer schick dir noch Chat-Emote rein. Warte. Wegen den Roboter. Und Roboter mit einem Herzchen. Ja, genau. So. Bis Montag. Tschüssi.